Ja, wunderbar. Dann lasst uns starten. Lasst die Spiele beginnen hier am 21. Mai. Ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen JFD Live Event. Mal wieder mit einem unserer Partner. Und das freut mich sehr, dass heute Dennis Görtler von Scalp Trading wieder am Start ist bei uns. Und jeder, der hier das Webinar gefunden hat, wird ja wissen, dass ja unter unseren Webinar-Events hier sozusagen allerlei zu finden ist. Und eben auch unser heutiger Event, der es nicht weiß, solche Events starten wir ein, Schrägstrich vielmehr zweimal jetzt im Monat, um hier aufbauend natürlich Einblicke in den Markt zu geben, euch abzuholen an gewissen Punkten. Und heute geht es natürlich wieder im Rahmen der Marktbeschau des Live-Tradings um tatsächliches Live-Trading. Also hier werden Echtgeldkonten gehandelt, hier wird geschaut, wie der Markt gescannt wird und wir holen euch da an der Stelle ab. Und möchten euch zeigen, wie zum Beispiel Dennis vorgeht. Ich selber bin natürlich auch am Tradingmarkt aktiv, wenngleich keineswegs mehr so viel wie früher. Das ist, wie gesagt, Dennis sein Part und insofern würde ich auch dann relativ schnell zu ihm schalten, weil ich natürlich auch weiß, dass Dennis hier den DAX im Fokus hat und natürlich hier A, eine Meinung und B, natürlich auch ein System vorliegen hat, mit dem er den DAX sozusagen versucht einzufangen, zu catchen. Und darum soll es dann gleich mal gehen. Was ich nochmal zu Beginn gleich reinwerfe, ihr wisst es, die Compliance lässt grüßen. Obala, das war nicht das richtige Bild. Das sollte es eigentlich sein. Da es ein Live-Konto ist, Risikohinweis an der Stelle ganz klar. Jeder handelt auf eigene Verantwortung sozusagen. Jeder ist sich seines Glückes Schmied und jeder hat natürlich hier den Button selbst im Griff, ob er abfeuert oder nicht. Keine Handelsempfehlung. Es geht einfach vielmehr hier um sozusagen Informationen unserer Vorgehensweise und jeder, was er will, soll es denn selbst umsetzen. So, ansonsten JFD, ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen. Die Revolution startet. Ja, wir sind ja mittlerweile vom Broker zur Bank formiert. Und neben dem kostenfreien Aktienhandel echter Aktien gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu lesen und zu erfahren. Und insofern schaut's euch, wenn ihr neu bei uns seid, auf der Website um. Neben unserer Copy Trading, Schrägstrich Miro Trading, digitalen Vermögensverwaltung eben noch allerlei andere interessante Vehikel, die man handeln kann, beziehungsweise sich hier auch Unterstützung ziehen kann. Deswegen seht es euch da um, wenn ihr neu seid. Fragen könnt ihr auch jederzeit an mich und unseren Support 24/5 stellen. Und jetzt 10 Minuten knapp bevor der DAX eröffnet, schieb ich doch mal den Bildschirm zum Dennis. Nicht wundern, jetzt wird's kurz dunkel, beziehungsweise der Bildschirm geht kurz offline. Dennis, mach dich bereit. Ich bin bei dir. Der Bildschirm fliegt zu dir. Ein Bildschirm übertragen. Jetzt muss ich erstmal meinen auswählen hier. Na, das schaffst du bei deinen 27 Bildschirmen, ist das natürlich nicht so einfach. Ah. Das ist richtig. Da haben wir es. Das wäre übrigens auch mal eine interessante Fragestellung, kam in einem letzten Webinar. Wie viele Bildschirme, und das ist wirklich auch eine Frage an euch mal, bevor Dennis hier gleich loslegt, die denn professionell agieren, handelt ihr mit großen Multitasks, also mit mehreren Bildschirmen, oder wie sieht das aus? Das wäre mal was einfach mal mitnehmen. Ich würde das dann zur Mitte des Webinars nochmal stellen, die Frage, einfach mal um ein Stück weit auch abzugrasen, ob ihr denn hier alle mit Multimonitor-System hier am Start seid oder jeder hier an einem kleinen Laptop oder gar Smartphone rumfriemelt. Das einfach mal Könntest bitte. du eigentlich eine Umfrage machen, Chris, Ja, ich in weiß. diesem Webinar? Ich hätte es vorbereiten können. Ich gebe zu, das ist eine spontan, also eine spontane Idee jetzt gewesen. Und hier strömt es auch schon rein. Aber Umfrage im nächsten Webinar bereite ich das definitiv vor. Nicht nur wegen den Monitoren, sondern generell. Da gibt es ja immer wieder interessante Fragestellungen, die immer wieder auftauchen. Aber das mit den Monitoren, hier schießt das schon rein. Interessant. Einfach mal reinschreiben und sozusagen mitteilen. Gut denn, dann will ich der Worte gar nicht mehr verlieren von meiner Seite. Dennis, die Bühne gehört dir. Der Markt, der DAX eröffnet bald, Forex ist eh schon auf. Also die Show ist dir. Viel Spaß und wir interagieren wie immer. Wie immer, guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, heute an dem Dienstag, 8:52 Uhr. Ja, also wir haben letztendlich in der Form zwei Ebenen, die wir bedienen. Angefangen habe ich hauptsächlich als Charttechniker. Irgendwann, wenn man das hauptsächlich oder hauptberuflich dann macht, ist es auch wichtig, den automatisierten Handel mit on board zu haben. Nicht immer ist das für alle etwas. Man handelt, was das angeht, seine Systeme durch. Die können auch mal 6, 7 Monate in Drawdown-Phasen gehen. Aber wir haben, oder ich für mich persönlich, habe zwei Ebenen, die ich da bediene. Zum einen der automatisierte Handel, wie schon erwähnt. Wir haben diesbezüglich dazu beispielhaft zwei Range-Breakout-Strategien mitgebracht. Das sehen Sie hier. Links einmal den DAX, rechts den Euro gegen den japanischen Yen. Wir schauen uns an,
was der Markt in der ersten Handelsstunde macht, in der Form, das wird automatisch erkannt, und handeln dann den Ausbruch dieser Range 8 bis 9, sowohl im DAX als auch im euro-japanischen Yen. Das bedeutet, rechts werden wir gleich sehen, und das passiert erstmal vollautomatisch, ohne mein Zutun. Das wird morgens in der Regel so zwischen 7 und 8 eingestellt. Oder auch halt einen Abend vorher, je nachdem, wie viel Zeit man hatte. Und na gut, schauen wir erstmal rechts rein. Gelbe Box, das bedeutet 11, oder da steht 117. Die 117 heißen 11,7 Pips. Das heißt, wir haben eine relativ niedrige Handelsaktivität. Die durchschnittliche Volatilität im Euro-Japanisch-Yen beträgt normalerweise 29 bis 35 Pips. Da sieht man, dass man wirklich sagen muss, zwischen 8 und 9, 8 und 10, 8 und 11 ist der Euro in Gänze relativ tot. Es gibt natürlich immer mal wieder paar Schübe, aber insgesamt hält sich die Schwankung arg in Grenzen. Die Volatilität ist hier deutlich zurückgegangen. Die Europawahl steht vor der Tür, aber letztendlich kann man oder ist das immer schwer zu begründen mit politischen Ereignissen, weil wer weiß denn, ob das überhaupt stimmt, ne? Also hängen denn die Ölpreise überhaupt mit dem Dow Jones zusammen? Und wenn ja, wie signifikant ist das? Also man muss da vorsichtig oder sollte vorsichtig sein mit diesen, sage ich jetzt mal, Schuldzuweisungen. Wir haben aktuell einfach eine niedrigere Phase und die gilt es einfach zu akzeptieren. Das ist auch nichts Besonderes. Das tritt häufiger vor und gab es auch schon häufiger in der Geschichte. 2015, 2014, 2011, 2008, 2009 war extrem hoch. Klar, Finanzkrise, da ist Volatilität immer hoch. Aber gegenwärtig ist halt die Schwankung sehr, sehr gering. Das bedeutet also, gerade im Euro macht er halt 5 Pips nach oben, 5 Pips nach unten. That's it. Wir können uns mal anschauen, was der Markt gestern diesbezüglich gemacht hat. Das heißt, es ging hier letztendlich kurz nach oben, kurz nach unten. Die erste Box hat er nicht gemacht, die zweite hat er dann gemacht. Also hier ist er reingegangen, hat den Take Profit hier nicht erreicht, ist dann nach unten, hat hier einen Verlust gemacht und hier hat er dann einen Gewinn gemacht. Wir handeln die ersten beiden Ausbrüche und das ist wie im DAX wird nur der zweite Ausbruch gehandelt. Das sehen wir jetzt hier links in der blauen Box. Durchschnittlich macht der DAX in der ersten halben Stunde, in der ersten Handelsstunde, zwischen 8 und 9 also, durchschnittlich 55 Punkte. Auch hier heute 24,25. Ich will das jetzt nicht mit Handelsaktivität gleichsetzen, weil das wäre fachlich gesehen falsch. Aber wir sehen, wir haben ungefähr ein Drittel der Volatilität im Euro-Japanisch-Yen und ungefähr die Hälfte der Volatilität verglichen zu üblichen Ranges oder zu üblichen Handelstagen. Das ist die eine Ebene, die schauen wir uns erstmal an. Ich will selber immer erstmal um Punkt 9 gucken, ob die ganzen Orders, so wie die EAs arbeiten, exekutiert werden. Wenn das durch ist, gehen wir durch den Handelskalender und dann besprechen wir die diskretionäre Seite. Denn mein Handel, wie gesagt, besteht aus zwei Ebenen. Der automatisierte Bereich, das ist eine Nische, ist aber notwendig, dass ich den Kopf frei habe für den diskretionären Bereich. Oftmals wird zwischen dem automatisierten Handel und dem diskretionären Handel, Charthandel, ein Widerspruch aufgemacht. Und ich würde das als Ergänzung betrachten. Wenn ich zum Beispiel jetzt, oder wenn wir jetzt gemeinsam vor allem auch, mal den EAs beim Arbeiten zuschauen, wie er die Orders legt und so weiter und so fort, dann merkt man auch, dass der Handelsdruck eine diskretionäre Position eingehen zu wollen, sinkt, weil ich ja schon bereits durch die Automatismen positioniert bin. Und dementsprechend wird es dann hier in 3 Minuten losgehen, wenn man es ganz genau machen will, in, naja, 2 Minuten 30. Wir haben dann zusätzlich, da schalten wir jetzt nochmal um, noch ein Live-Konto und da werde ich dann letztendlich nochmal vorstellen, oder vielleicht auch den einen oder anderen Trade machen. Es kommt darauf an, was der Markt macht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag um 9 Uhr einen Trade abfeuere, sondern ich schaue mir an, entspricht der Chart, den ich vor mir habe, meinen Handelskriterien
die Handelskriterien gehen wir durch. Das kann man auch so öffentlich verraten, weil man muss es halt auch dann handeln. Also es ist kein Geheimnis, sondern ist ein Regelwerk. Und dieses Regelwerk, das wird, was das angeht, einfach durchgezogen. Warum es einfach durchgezogen wird, erklärt sich dann, wenn man weiß, worum es am Ende geht. Ich habe da zwei Regelwerke. Man muss natürlich gucken, was für was geeignet ist. Heute geht es ja hauptsächlich darum, innerhalb von 2 Stunden eine Trading-Option zu finden, zu identifizieren und sie auch zu handeln. Dementsprechend werde ich jetzt nicht Stundencharts in Tagestrendrichtung handeln, weil da ist die durchschnittliche Positionsdauer 2 bis 3 Wochen. Das heißt, wenn wir uns heute im kürzeren Rahmen um kurzfristigere Trades bemühen, dann kann man nicht auf dem Stundenchart oder auf dem H4-Chart, weil sonst hält man da über Wochen. Und ich glaube, das wird eine ziemlich harte Angelegenheit, wenn wir da über Wochen jetzt in einem Webinar bleiben. Dementsprechend müssen wir uns natürlich auf den 5 Minuten, 15 Minuten und den Stundenchart konzentrieren. Alles eine Etage, also kleiner. In wenigen Sekunden beginnt jetzt erstmal hier der Haupthandel, in genauer gesagt 30 links oben. 7,59, 30 ab jetzt. In 30 Sekunden feuern unter anderem hier die Expert Advisors die Orders ab. Und das können wir dann live beobachten. Links wird nichts passieren, weil nur der zweite Ausbruch gehandelt wird. Aber dementsprechend können wir mal in den Euro-Japanisch-Yen gehen. Und dann sieht man, wie gleich die Expert Advisor sowohl oben als auch unten bei der Range jetzt gleich eine Order reinlegen. Und da sind sie auch schon in diesem Sinne abgesetzt. Und ja, wir haben jetzt hier, was das angeht, eine endgültige Range von 12,2 Pips. Gegenwärtig eiert der Markt hier seitwärts rum. Und ja, egal für welche Richtung er sich jetzt auch entscheiden mag. Die Positionen sind jetzt für den ganzen Tag bis 21:45 Uhr im Markt drin. Und jetzt kann es halt eben sein, dass der Markt brutal anfängt zu steigen oder brutal anfängt zu fallen oder was auch immer. Aber an den Positionen rüttle ich nicht. Ich ziehe keinen Stop-Loss nach. Das System funktioniert seit 23 Jahren. Hat, wie gesagt, auch Verlustphasen. Die meisten, die mit solchen Systemen konfrontiert werden, sagen sich eh immer, naja, wenn das gehen würde, würden es alle machen. Das ist ein fadenscheiniges Argument. Die Härte dieses Systems besteht nicht darin, oder sagen wir es mal so, je einfacher dieses System aussieht, umso schwieriger ist es in der Umsetzung. Weil man muss es durchhandeln. Und durchhandeln bedeutet auch, monatelang damit Verluste zu machen. Das ist nicht witzig. Und das ist dann der trockene Job eines Händlers, die Positionen einfach nur in den Markt durchzuboxen und das war's. Wenn man zu diesen kalten, coolen Händlern gehören will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, außer die Positionen in den Markt reinzudrücken und den Markt entscheiden zu lassen. Das heißt, Hey. ein Händler entscheidet am Ende eh nicht. Das heißt, das ist eine sehr kalte Form des Handelns. Das ist sehr weit weg vom Markt. Man handelt es nur durch. Das ist, damit wir das so richtig einordnen. Weil oftmals wird das so ein bisschen jetzt als Spannung verstanden. Diskretionär ist durchaus eher am Puls der Märkte, keine Frage. Aber das ist eine sehr, sehr harte Nummer, die man durchhandeln muss. Aber Chris, du wolltest, glaube ich, paar Leute haben Frage, ne? Na, so Cowboy, ich will dich erstmal ein bisschen zügeln. Nein, du hast ja vollkommen recht, es ist immer wieder sehr gut, wie du das einfängst. Eine Frage von einem aufmerksamen Zuschauer, er fragt, wenn du Algos nutzt, warum ist denn da oben das Auto-Trading ausgeschaltet in dem MetaTrader? Das ist jetzt ein bisschen spezifisch vielleicht für den einen oder anderen, aber man kann praktisch hier sozusagen per Button die Expert Advisor, sprich die algorithmischen Systeme, an- und ausschalten. Und genau, oh ja, guck mal, wie er da wieder loslegt. Meine Güte. Genau das Thema. Warum ist das bei dir so? Weil eigentlich funktionieren ja die Algos nur, wenn das eben aktiviert ist. Der rote Punkt hierbei heißt ja praktisch Deaktivierung. So sieht's aus. Gute Frage, da hat jemand aufgepasst.
Ich glaube, ich weiß, woran es liegt, aber du darfst bitte. Ich will nicht Ja, spekulieren. okay, kein Diese Expert Advisor, beziehungsweise die Strategien. Expert Advisor, ich will da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich weiß nicht, wer bei MetaQuote, MetaTrader 4, ich trade auch mit dem neuen MetaTrader 5, funktioniert wunderbar. Schauen Sie sich den bei JFD an, das ist ganz nett. Ist auch schneller, also kann ich nur empfehlen. Gerade auch das mit den Aktien. Aber unabhängig davon, Expert Advisor. Es ist weder ein Expert noch ein Advisor, ja? Sondern es ist einfach nur ein stumpfes, automatisches Regelausführungstool. So, das heißt, er kann gar nichts. Er macht nur das, was ich sage. Auto Trading an, aus bedeutet natürlich, wenn man jetzt Expert Advisor laufen hat, dass mit diesem Button, wenn man den da oben drückt, diese blauen Buttons, dann ist die komplette EA-Funktion, das Handelsprogramme irgendwas machen, die ist damit komplett deaktiviert. Kann man machen. Ich persönlich mache das immer abends, wenn ich zu Bett gehe, mache ich auf all den Computern oder MetaTradern, wo etwas läuft, A, die Expert Advisor runter und ich mache Auto-Trading auf aus. Würde ich den Expert Advisor hier laufen haben, dann würde man das sehen. Das heißt, ich habe hier in diesem MetaTrader tatsächlich gar keinen Expert Advisor laufen. Normalerweise taucht dann nämlich hier der Name des EAs auf, zum Beispiel Range Breakout 1.0. So, das heißt, rechts oben steht dann immer, ob ich einen Expert Advisor aktiviert habe. Dadurch, dass ich mehrere Expert Advisor mit mehreren Expert Advisors handle oder mit mehreren algorithmischen Vorgehensweisen, habe ich diesbezüglich einen sogenannten VPS, also einen externen Server, der steht in New York. Warum in New York? Naja, weil da habe ich die schnellste Anbindung auch zur JFD. Das sind dann so 2,5 Millisekunden. Und das heißt, dadurch, dass ich den Server in New York stehen habe, habe ich eine viel, viel höhere Geschwindigkeit oder ich bin nicht so weit entfernt von den JFD-Servern, ganz einfach. Und dementsprechend ist die Frage goldrichtig. Der EA läuft auf einem völlig anderen Computer. Das heißt, mit diesen zwei MetaTrader 4 gucken wir praktisch nur auf das Konto. Aber wenn zum Beispiel mein PC abstürzt oder, dann wird halt wieder nichts ausgeführt oder Stromausfall oder die Telekom buddelt oder hast du nicht gesehen. Und damit ich auch sicher sein kann, dass meine Handelsregeln jeden Tag ausgeführt werden, ist es immer ratsam, im automatisierbaren Bereich mit sogenannten VPS-Servern zu arbeiten. Das ist der simple Hintergrund. Deswegen ist hier gar kein EA, kein Auto-Trading, da ist gar nichts mit drinne, sage ich mal. Ja? Das erstmal zum Thema EA. Gibt Ganz es sonst noch genau. Fragen? Ja, ich habe noch die ein oder andere, aber vollkommen Ja. richtig. Überdies an der Stelle, wenn ihr bei JFD seid, könnt ihr auch verschiedene Server-Komponenten nutzen. Also das heißt, es gibt da auch ein Sponsorship in Sachen dessen, dass wenn ihr bei JFD einen Account habt, sozusagen vergünstigte Server mieten könnt. Das geht hier im Bereich $7,50. Also die meisten Dollar kosten Dollar sage ich schon, die meisten VPS-Server kosten so zwischen, ja, immer schwierig, je nach Anbieter und Systemleistung, aber zwischen, sage ich mal, 7, 8, 9 Euro bis 20 und höher. Es gibt auch Server, die kosten 50 oder 100 Euro pro Monat, je nachdem, was man da eben braucht. Aber ich sag mal, wenn man da nicht 100 Meter Trade auf so einem Server laufen hat, dann sind auch die recht einfachen Systeme funktional. Aber die Frage sehr gut beantwortet, und das war auch genau mein Gedanke, weil ich es früher genauso gehandhabt habe. Also praktisch mit einem VPS sozusagen und hier dieser MetaTrader, den man auf seinem Desk beziehungsweise auf seinem CPU hat, auf seinem Computer daheim, ist dann praktisch immer nur der Überblicks halber beziehungsweise der Überwachung mehr tätig. Zwei spezielle Fragen noch, Dennis, speziell hier eben zum Markt und zur Action. Die DAX-Handelsstunde ist ja eigentlich von 9 bis 10, wenn man jetzt den Kasamarkt sieht, den Xetra. Warum hast du die andere Timeline? Das mit dem 9 bis 10 habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, weil ich habe das untersucht über die letzten 25 Jahre circa und man kann zu jeder Stunde das Ganze handeln, auch von 11 bis 12, 13 bis 14. Das bedeutet, das ist genau der Witz, von 9 bis 10, da kommt die Vola. Deswegen gucke ich mir 8 bis 9 an, weil dann der Schub kommt. Ab von 9 bis 10. Zwischen 10 und 11 ist
in der Regel viel weniger Wohle als zwischen ab 9. Also es ist die Frage, wann man seinen Stich setzt. Man kann das auch von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr nehmen. Es ist nicht unbedingt fixiert an eine einzige Stunde. Das heißt, die Volatilität ist in der Regel verteilt auf 8 bis 11 und auf 14 bis 18 Uhr. Und wenn man Range Breakout handelt, dann kann man, was das angeht, 8 bis 9 durchaus nehmen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Viele nehmen 8 bis 9. Das heißt, 9 bis 10 ist auch eine Möglichkeit. Gekauft, definitiv, aber es hängt auch mit dem Future-Markt ja zusammen, beziehungsweise hat es ja früher auch die Bewandtnis da speziell gehabt, dass man eben den vorbörslichen Handel sozusagen einfängt, den Future-Markt, um dann praktisch hier den vorbörslichen Handel dann, wenn der Kasa-Markt öffnet, der Xetra-Markt, also praktisch dann auch die Aktien direkt anziehen, man dann sagt, okay, man hat sozusagen die vorbörsliche Erwartungshaltung, diese Range ist dann wohl auch maßgeblich für den wirklichen dann Kasa-Markt, wenn er eröffnet, um dann sozusagen diesen Effekt zu handeln. Das ist ja genau der Gap-Effekt, also die Kurslücken, die es ja da gibt, die praktisch, die man dann teilweise in der Stunde vorher schon antizipiert, um da entsprechend dabei zu sein. Also letztlich gebe ich dir auch recht in Sachen Timeframes. Wir haben ja bei uns bei JFD Invest, das ist ja unsere digitale Vermögensverwaltung an der Stelle, auch gewisse Systeme, wo zum Beispiel auch hier inklusive DAX über 30 Underlyings, also einzelne Märkte nach verschiedenen Stunden oder Open Range Breakout-Systematiken gescannt werden. Und das ist in der Regel tatsächlich so, dass es auch, sagen wir mal, verschiedene Gepflogenheiten gibt, je nach Markt, ob es jetzt Gold ist oder eben DAX oder eben auch Euro-Yen. Unterschiedliche Zeiten haben hier immer unterschiedliche Bewandtnisse, aber in der Regel, genau wie von Dennis erkannt, wenn denn der europäische Markt eröffnet, ob das jetzt auch zum Beispiel, du wirst das kennen, das Big Ben, das British Pfund US-Dollar, auch eine sehr bekannte Strategie, die wir auch bei uns hier im Stream oder bei mir im Stream immer wieder mal covern. Bernd sei hier gegrüßt, der da auch einen Algorithmus mittlerweile aufgesetzt hat. Oder auch damals Lars Göttwig hatte genauso einen Setup noch beim Gottmall Trader damals als Trader aktiv mit so einer Breakout-Strategie. Im Prinzip der Vormittag 8 bis 11, wie du sagst, das ist die Zeit, wo die Action abgeht, auch wegen News und dergleichen. England meistens 10:30 Uhr, in Deutschland 10 Uhr und. Also es ist genau die Phase, wo eben Action ist. Und wir brauchen Volatilität und Bewegung. Und das, liebe Leute, lässt ja beim Euro derzeit vermissen. Wir sind hier auf dem tiefsten Stand seit über 17 Jahren, was die Handelsvolatilität während des ersten Quartals sozusagen angeht. Das heißt, wir sind von der Volatilität sogar tiefer als im Jahr 2014, was ein absolutes Desaster war. Da bewegten wir uns ungefähr 30 bis maximal 35 Pips am Tag. Du hast vorhin Euro-Yen angesprochen. Das betraf nur die eine Handelsstunde, korrekt? Das war nämlich auch noch eine Frage in Sachen der durchschnittlichen Range. Da hast du 29 bis 35 30 Pips gesagt, war das die Tagesspanne oder war das speziell die Stundenspanne? Zum einen zu deinen Timeframes ergänzend, absolut richtig, kann man nichts anderes dazu sagen. Während der 8 bis 9 würde ich nicht handeln, aber was er in der ganzen Stunde von 8 bis 9 macht, ist schon ganz interessant. Also das heißt, das ist schon richtig. Ich würde nicht Viertel vor 9 in den Markt springen. Mache ich äußerst selten. Aber die erste Stunde zu nehmen, und wie Christian schon richtig gesagt hat, das ist oftmals eine Orientierungsmarke. Niemand kennt die Zukunft. Das heißt, man muss sich aus dem Tag heraus irgendwo Orientierungen suchen. Das ist halt einfach so. Deswegen 8 bis 9 ist kann man nehmen. Und wie gesagt, Viertel vor 9 würde ich da jetzt nicht reinspringen. Zweite Thematik, die 29,5 Pips bezieht sich ausschließlich auf die erste Handelsstunde. Zum Thema Volatilität, super niedrig. Absolut richtig. Naja, ich meine, die meisten, die hier sind, die handeln nicht, vermutlich, die handeln nicht seit 2,7 oder 2,6. So, das heißt, als ich an den Märkten war und viele andere auch, Chris auch schon, aber eine ganze Generation mittlerweile ist, was das angeht, von der Finanzkrise aus verschont geworden. Und da hatten wir Volatilitäten von 200, 300 Pips. Da ist der Euro mal 100 nach oben geschossen. Jetzt, bam, 100 oben, 100 runter, 100 rauf, 100 runter. Und das ging die ganze Zeit. Wenn man das mal mit heute vergleicht, da ist der am ganzen Tag manchmal 8 Pips gestiegen. 8. 8 Pips. Das heißt, das, was er früher durchschnittlich gemacht hat, in einer Stunde, davon schaffen wir nicht mal ein Drittel auf den ganzen Tag. Wenn Christian sagt, wir haben niedrige Volatilität, konkret bedeutet das, er schwankt an einem Tag
so viel nach oben und nach unten, was weiß ich, fünf nach oben, fünf nach unten. Er schwankt an einem Tag, ja, so viel wie früher und davon noch ein Drittel in einer Stunde. Das, was heute an einem Tag stattfindet, hat früher dreimal mehr in einer Stunde stattgefunden. Ich glaube, das gibt jedem ein gutes Gefühl darüber, was niedrige Volatilität bedeutet. Wir haben, also das ist schon verblüffend in der Form, Aber wie wenig das ist. Aber es gibt auch andere Ausweichpaare. Es heißt nicht, dass der gesamte Forex-Markt in sich tot ist. Aber gerade ist halt ein bisschen ruhiger. ist immer so ein Wenn man blödes Wort, wenn man da US-Dollar. reingrätscht. Aber genau, aber, ne, da haben wir es wieder. Ja. Grundsätzlich, aber grundsätzlich genau richtig, weil man wirklich sagen muss, die Volatilität ist eng, aber man weiß auch aus der Vergangenheit wegen, dass das natürlich kein Dauerzustand ist. Und ich bin Die sehr, sehr steigt auch gespannt. wieder Und die wird auch massiv ansteigen. Also das heißt, es wird sicherlich wieder Phasen geben, wo es hochvolatil wird. Wir hatten ja auch EZB-Events, wo der Euro-Dollar wirklich 300, 400 Pips eben sich auch bewegte und das in aller Regelmäßigkeit. Aktuell sind wir selbst bei EZB oder Fed-Events, also die Notenbanken an dieser Stelle, so gut wie gar nicht in einer großen Volatilität. Aber das ist etwas, wo ich sage, wie du auch meinst, wir hatten, je nachdem, wie lange man schon am Markt ist, verschiedene Marktphasen durchlebt. Meines Erachtens die niedrigste Volatilität, die ich so miterlebt habe, war 2014 eben, bevor die US-Notenbank dann ihre Zinspolitik klar neu ausrichtete und dann der Markt sozusagen eine Entscheidung hatte oder einen definitiven Entscheidungsimpuls, den man auch wieder klarer handeln konnte. Und da zogen die Volatilitäten massiv an. Aber auch hier der Rat an der Stelle, der Währungsmarkt ist weit größer als Euro, Schrägstrich US-Dollar, Schrägstrich Yen, also jeweils. Ich wäre froh über diese Phase, Ja, die wird auch kommen, weil, bin ich mir ziemlich sicher. nein, Also. nein, so wie es jetzt ist, ich wäre froh. Das ist natürlich für alle nervig, für die Händler, für die Broker und so weiter, keine Frage. Aber das ist eben genau der Punkt. An der Börse ist es immer so, dass sich Dinge abwechseln. Angst und Gier, Schwankung und eher Mean Reversion Phasen. Das bedeutet, wenn es jetzt so ist, steht auch mal wieder eine schwankungsintensivere Phase an. Das heißt, jetzt steht das Bon, kommt das Bonbon noch in Zukunft. Schwieriger wird es natürlich, wenn du 5 Jahre Volatilität hattest und der Markt geknallt hat. Jedes Jahr, boom, 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 boom. Wenn dann mal 2 Jahre Dürrephase sind, macht das keinen Spaß. Das heißt, dementsprechend ist das eine sehr positive Geschichte, weil man eben davon ausgehen kann, und das ist schon seit über 160 Jahren so. Genauer gesagt seit 300, aber darf nicht für den Euro, weil den gibt es Handel bei erst seit 2003, glaube ich, und überhaupt im Verkehr ab 2000. Aber deswegen, das wird auch wieder volatiler. Nur wir haben Brexit, wir haben Europawahl, wir haben insgesamt auch viel wohler gesehen bis November. Wir hatten eine starke Wohlerphase von Juni bis November letzten Jahres. Da hat er eigentlich ganz gut was abgespult. Und dann ist der, wir erinnern uns mal, schauen wir vielleicht mal in den Euro. Wir wollten sowieso in den diskretionären Bereich. Ich melde mich ja, wenn hier bei Range Breakout eine Strategie getriggert wird. Dann kann ich den Chart ja mal noch reinziehen. Das heißt, bevor wir da nochmal ganz kurz reinspringen, will ich zu Anfang nochmal den Wirtschaftskalender für heute aufrufen. Wir haben heute nur die tatsächlichen Hausverkäufe. Dementsprechend ist das von den Nachrichten her sehr, sehr übersichtlich, also kein FOMC, keine Fed, kein gar nichts. Dementsprechend ist zumindest von der planbaren Nachrichtenseite aus erstmal wenig zu erwarten. Naja, und wenn wir uns jetzt den Euro mal auf Tagesbasis angucken, wir hatten hier, was das angeht, hier sieht man mehr oder weniger so die letzten Monate. Und hier sieht man, warum diese Volatilität so klein ist. Das ist der Tageschart und der dochtet halt hier so rum und insgesamt bewegt er sich sehr, sehr wenig an dem Tag. Immer mal wieder so 2 Punkte rauf, 2 Punkte runter gefühlt. Und wir hatten hier Volatilität. Das sieht man hier sehr, sehr schön. Bis hierhin ging es relativ gut. Ungefähr. Und ab dann ging der Markt mehr oder weniger. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Wir sahen es hier. In dieser ersten blauen Phase hatten wir Volatilität. Und da sieht man auch, dass der Euro beißen kann. Das ist halt aktuell, hat keine Angst vorm Euro, ne? Aber der hat auch mal Phasen, wo er dann gut und gerne mal 880 Pips nach unten ballert. Jeden Tag fallende Kurse. Ja, 2, 3 Tage Pause und weiter geht's. Nun ja, das ist so das eine, ne?
Und die letzte Phase sieht halt eben ein bisschen schiebehaft aus. Also hier sieht man, der tröpfelt eher nach unten, als dass da wirklich mal Zug entsteht. Ne, und das ist zum Thema Volatilität. Und wir hatten die auch schon vorher. Nur man, also seien Sie froh, dass das jetzt so ist, weil dann steht auch mal wieder was auf der Gegenseite an. Das ist sehr, sehr positiv, kann ich nur Definitiv, sagen. definitiv. Wie gesagt, da weiß man immer genug um der Dinge, wenn man sie sich dann lang genug anschaut. Deswegen ein jeder ist da durchaus aufgerufen, natürlich gerade im Sinne des Marktes, des Verständnisses rund um den Markt, sich da auch ein Stück weit in die Geschichte mal einzulesen, den Chart zu lesen, auch mal zu sehen, was war denn volatil und was ist nicht volatil. Genauso wie viele den Aktienmarkt seither eigentlich nur im Sinne der steigenden Preise kennen, von der Ja, Kurse, ja. weil eben seit 2009, und das ist jetzt eine 10-jährige Horst, die wir jetzt schon haben, generell richtig gutes Geld am Aktienmarkt zu verdienen war. Aber wer die 2000er erlebt hat oder davor auch noch Russlandkrise oder ich sag mal, 2000er war direkt was, was ich auch am Puls erlebt habe, um dann im Nachgang auch die Finanzmarktkrise mitzuerleben, da merkt man mal, was passiert, wenn die Aktienmärkte wirklich mal 40, 50% einbrechen. Das kennt ja gar kein klassischer Anleger in den letzten 10 Jahren. Es ging eben nur nach oben und da ist der Währungsmarkt natürlich gerade nochmal ein ganz anderes Vehikel, weil es hier eben immer wieder auch solche, ich sag mal, so Oszillationen gibt, also immer nur solche Range-Phasen. Aber sei es drum, Bewegung gibt es auch und die gibt es auch in anderen Währungspaaren. Deswegen mal hier einige Fragen, die reingeströmt sind. Neben dem, dass du den Markt ja eh coverst, diskretionär auch nochmal erklärst, was es eigentlich mit den Timeframes hier auf hat und mit dieser Systematik, die hier dem Rainbow gleicht. Das ist ja auch ein Setup, was der JFD-Gründer und sag ich mal, Trader früheren Zeichens Lars Gottwick ja hier ins Leben gerufen hat. Übrigens selber ja auch damals mit einem Live-Trading-Room in Zeiten, wo es das noch gar nicht gab. So 2008, 9 fing das an. Ja, der war früh dabei, ne? Ganz genau, wo man wirklich 3, 4 Mal die Woche, 4, 5 Stunden ihm zuschauen konnte, wie man den Markt handelt. Und er hat das Rainbow Trading groß gemacht. Ich habe das ein Stück weit auch adaptiert damals, nannte das bei mir multiple gleitender Durchschnitt, obwohl es das gleiche ist. Und Dennis hat hier auch so ein ähnliches Konstrukt in seinem Chart. Dazu kannst du noch mal was sagen, weil die Frage kam schon. Und noch 2, 3 andere Fragen. Und zwar zum einen die Frage nach den Währungspaaren, die denn derzeit eine hohe Volatilität ausweisen und insofern interessant sind, ob du da was zu sagen könntest, sprich, welche Währungspaare haben denn aktuell eine hohe Volatilität? Ich kann dann ergänzen, welche generell eine hohe Volatilität haben. Es liegt eben an den Währungen speziell. Aber vielleicht hast du da aktuell noch was, wo du sagst, hey, dieses Währungspaar oder diese Währungspaare kann man sich anschauen. Das zu der einen Frage und die nächste gleich dazu. Der Summit schlägt hier zu Buche und sagt Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Das ist wirklich ein Währungspaar der dritten Reihe, möchte ich sagen. Kennen kaum Marktteilnehmer, gehört aber natürlich auch zu den, sag ich mal, großen Währungen. Also wir reden jetzt nicht über, was soll ich sagen, mexikanischer Pesos gegen US-Dollar, sondern wirklich eben hier der Austral-Dollar und Neuseeland-Dollar im Kontext. Und da sagt er, im H1 gibt es hier eine schöne Drei-Sterne-Variante. Das scheint schon ein Teilnehmer von einem deiner Services zu sein, Dennis, der sich hier auskennt mit deiner Drei-Sterne-Variante. Auch da, wie gesagt, Dennis hier am Rande bietet ja neben seinem sage ich mal, automatisierten Handel eben auch diskretionäre Tools und Features. Da gehen wir im weiteren Webinarverlauf auch nochmal drauf ein. Da gibt es ja noch das ein oder andere Leckerli für, sage ich mal, Teilnehmer der ersten Stunde, die jetzt hier sozusagen dabei sind. Da haben wir uns auf jeden Fall noch ein schönes Paket ausgedacht. Deswegen dranbleiben. Das werden wir auf jeden Fall noch zwischendurch mal einstreuen. Aber Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar, das wäre mal ein Währungspaar hier im H1. Spannend, also gerade unter Intraday-Gesichtspunkten. So, die zwei Fragen. Ich habe da noch drei andere, aber erstmal nach und nach. Ja, eins nach dem anderen. Wir müssen jetzt erstmal. Ja, ich. Übrigens ist es eine Competition, Live-Webinar zu machen und wie du hier gerade machst, Live-Trading beziehungsweise den Handel sozusagen ein Stück weit zu managen, ist tatsächlich eine Ja, Herausforderung, wo ich sage, das ist nicht jedermanns das Sache. ist. Nee, passt schon, alles gut. Also, wir müssen Stück für Stück. Das eine ist, Euro-Japanisch-Yen wurde short getriggert. Das heißt, aktuell läuft die Short-Position bei 122. Oh. Oh. Ich gucke auf den VPS, weil ich will jetzt hier nicht noch rumschieben. Nur kein So, Stress. 77,1, genau. 122, 77,1 ist der konkrete Entry, weil da gibt es immer Fragen, wo ist das jetzt konkret, was ist das, wo ist der TP und so weiter. Also 122, 77,1. Stop Loss 122, 90,5. Stop Loss 122, 90,5.
5. Und der Take Profit liegt bei 122,65,9. Dementsprechend läuft also jetzt die Short-Position. Oben wartet noch eine Long-Position. Die wurde nicht getriggert. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal. Hier oben der Stop-Loss. Hier unten der TP. Habe ich hier nicht irgendwo so schöne Preisschildchen? Richtig. Meine Güte, es gibt hier wieder Gas wie im Einkaufsmarkt. Da weiß jeder Bescheid, welcher Preis es geschlagen hat. Da meine Güte. So, das heißt, Einstieg, Take Profit, Stop Loss. Gut, dann, während Christian geredet hat, habe ich schon einen Trade eröffnet. Ja, du bist ja ein Cowboy. 12.089. Was hat das hinter, welchen Hintergrund hat das? Genau, ich handle zum Thema diskretionärer Handel. Was mache ich da eigentlich? Das ominöse System. Relativ einfach. Also, geht um Folgendes. Das, was hier Sie sich vor sich sehen, das zwei, eine Sache, das ist Standard. Das ist nämlich die Tatsache, dass man mehrere Zeiteinheiten braucht. Zeiteinheiten gibt es unendliche. M1, M2, M5, M10, M15, M30, 1000 Sachen. Ich persönlich betrachte die Märkte ein bisschen anders. Das heißt, ich gucke mir an, der Trend der letzten, das heißt, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den DAX auf M1 angucke, dann schaue ich mir den Trend der letzten Stunden an. Ich muss jetzt nicht auf einen M2, auf einen M3. Das ist der Trend der letzten Stunden. Wir gucken uns hier den Trend der letzten Stunden an. Und dann eben mit dem M5, ja, also beziehungsweise so kann man das Ganze auch aufteilen. Den Trend der letzten. Weil oftmals kriegt man so die Frage, warum brauche ich Zeiteinheiten? Oder was ist der Unterschied zwischen M1 und M2? Und ich sage dann immer, hey, lass uns doch das mit diesen Zeiteinheiten wegwerfen und sagen, ich möchte den Trend der letzten Tage, den Trend der letzten Stunden, den Trend der letzten Wochen, den Trend der letzten Jahre. Und wenn man das mal so betrachtet, dann gibt's da ja gar nicht so viel. Ne? Der Trend der letzten Minuten, Minutenchart, hier oben. Ob man da jetzt das, was ich da eingezeichnet habe, benutzt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber wenn man, oft kriege ich die Frage, wie viele Zeiteinheiten brauche ich und welche und warum nicht M2 statt M1 und warum nicht M6 statt M4? Ich persönlich würde sagen, nehmen Sie einen Trend der letzten Minuten. Können Sie einen Minutenchart oder einen 2-Minuten-Chart nehmen. Fertig. Das war's. Das ist der Trend der letzten Minuten. Dann den Trend der letzten Stunden. Der 5-Minuten-Chart hier unten. Das heißt, ich schaue mir an, wie ist der Trend der letzten Minuten, dann wie ist der Trend der letzten Stunden. Ja, auf dem 15-Minuten-Chart rechts oben schaue ich mir an, wie ist denn der Trend der letzten Tage. Ja, und dann rechts unten, H1, wie ist der Trend der letzten Wochen. Ich will also wissen, was geht ab, sage ich jetzt mal flapsig formuliert. Letzte Minuten, letzten Stunden, letzten Tage, letzte Wochen. Letzte Wochen. Das heißt, ich schaue, das, nichts anderes ist diese Ansicht. Ja? Dann zum Thema Rainbow. Rainbow ist eine nette Geschichte. Finde ich sehr, sehr gut. Man hat sehr, das Problem ist nur, man hat sehr viele gleitende Durchschnitte. Man muss sich damit einarbeiten. Und dementsprechend habe ich das System, wenn man so will, ein bisschen erweitert. Ich habe, das ist nicht der heilige Gral, was ich hier habe, aber wenn man sich jetzt mal ganz simpel das Ganze, wir machen mal der Ishimoku raus, weil der geht, das ist auch noch so eine Geschichte. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier ein Trendband, das heißt die Frage, welcher Trend liegt vor? Ne? Je nach Farbe dieses Bandes ist halt der Trend definiert. Das hat den großen Vorteil, dass ich in solchen Phasen nicht ins Schlingern gerate. Ist das schon der Trendwechsel? Ist das die Korrektur? Wo ist der Impuls? Und so weiter. Das heißt, ich habe auf der einen Seite ein Band, das mir den Trend darstellt. Und was das angeht, haben wir ein schnelles Band, das sagt mir, ob wir Impuls oder Korrektur haben. Das heißt, wenn wir heute scalpen wollen, was ist denn jetzt Phase?
Wir sind eher auf dem 15-Minuten-Chart. Das ist der Trend der letzten Tage. Der Trend der letzten Tage ist demnach Short. Aber wir befinden uns innerhalb dieses Trends der letzten Tage, Short-Trend, in einer Korrektur. Warum? Weil das Momentum grün ist. Dementsprechend läuft also aktuell eine Korrektur im Abwärtstrend. Ja, und ich mache da auch nicht großartig jetzt das Hexenwerk auf, sondern ich handle gerne den 15 Minuten oder den Trend der letzten Stunden oder den Trend der letzten Tage, das mache ich ganz gerne, M15, Trend der letzten Tage, in Richtung des Trends der letzten Wochen. Und hier ist der Trend frisch gedreht der letzten Wochen. Wir sind wieder auf Short. Gestern kam der Trendwechsel. Wir sehen was. Relativ dynamisch. 261 Punkte ging es nach unten. Und innerhalb dieses Trends, der gestern gewechselt ist, das sehen wir hier. Machen wir das vielleicht mal richtig fett und breit. So, wo haben wir es? Red, hier haben wir wieder Green. Ja, Trader haben allein an der Waffel. So, das heißt, man kann natürlich jetzt auch noch das Ganze mit dem Kurs abgleichen. Ich weiß, dass viele das mit dem Kurs machen. Ich weiß aber genauso auch, dass viele mit dem Kurs nicht klarkommen. Und weil ich zu denjenigen gehöre, die damit nicht zurechtkommen. Ich sag's, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, wenn ich mir so Kurse angucke. Ich denke mir dann auch häufig, oh, ist das jetzt long, ist das jetzt short, was ist das jetzt eigentlich, ne? So, deswegen mache ich das. Das ist nicht, weil ich so toll bin als Mensch, sondern das ist, weil ich so fehleranfällig bin. Und jetzt kann man ja gucken, komme ich damit besser zurecht oder nicht? Und ja, mehrheitlich liegt das System einfach mehr richtig als ich. Ich sag's, wie es ist. Ich brauche es, damit ich mich nicht selber verarsche. Hart gesprochen ist aber so. Wie oft sehe ich irgendwo etwas, wo ich dann sage, Mensch, das ist aber jetzt eine Konsolidierung, da bricht da aus, was weiß ich, die hier, ja? Da hätte man ja auch sagen können, das ist irgendeine Form von Dreieck. Und der wird jetzt hier nach oben durchschießen, die neue Rallye beginnt. Wir stehen bei 12,1. Mit dem Ausbruch geht's auf, kommt die Rallye auf 12,5. Das wäre die Headline. Okay? Und, der Trend war zu dem Zeitpunkt halt short. Und dementsprechend habe ich den Long-Ausbruch nicht gehandelt. Im Gegenteil, ich habe gewartet, bis diese komische Konsolidierung, was auch immer das sein mag, Dreieck, flaggenartiges Gebilde, you never know, bisher dieses komische Gedönse hier einfach short aufbricht. Also hier. Und dann handle ich nur die Short-Seite, weil der Trend eben short ist. Und so erspart man sich schon wirklich eine Menge Ruminterpretiererei. Weil natürlich hätte man sagen können, okay, der ist long und der ist short und es gibt Gründe und dies und jenes und so. Und das ist aber, wenn man Formationen trendunabhängig betrachtet, kommt man in Teufels Küche. Weil ein Long-Ausbruch von irgendeinem Scheiß-Dreieck, sage ich jetzt mal, in einem Short-Trend, das ist immer gefährlich. Natürlich kann es funktionieren. Aber wenn Sie einen Tipp haben wollen, der mir wirklich das Leben erleichtert hat, dann Formationen nur in Trendrichtung. Und entweder die treten in Trendrichtung auf oder man wartet, bis die in Trendrichtung aufgebrochen werden. Aber das ist ein wunderschönes Beispiel für die Systematik und warum es sinnig ist, auch damit zu arbeiten, weil es viele Fehltrades erspart. Man hätte sich den Long gespart und das ist mir schon Geld wert, weil wenn man schon hinten liegt, ja, dann musst du per se erstmal die Verluste ausgleichen, kommst unter Handelsdruck, dann machst du Positionsgrößen, Erhöhungsspielchen, Stop-Loss-Verschiebespielchen, wir kennen es doch alle. Und ich rede nicht wie der Prediger, sondern ich habe das selber exzessiv jeden Tag gemacht. Ja, also ich will mich da jetzt nicht rühmen, aber in Sachen Zocken war ich schon ganz weit vorne. Das ist wirklich nicht vom hohen Ross runtergesprochen. Nehmen Sie sich das zu Herzen. Wenn der Trend short ist, keine Long-Positionsausbrüche. Dann verpasst man den Trendwechsel.
Das ist einer der größten Probleme. Und das ist ein wunderschönes Beispiel, warum man es nicht machen sollte. Es wird auch Fälle geben, da funktioniert's. Aber die Frage ist, was wird durchschnittlich funktionieren? Und so ist das halt alles entstanden. Ich habe mich ja auch gefragt, wie sieht's aus? Ich habe hier Hunderte von Zeiteinheiten, Hunderte von Kursformationen, tausende Systeme, dies, das, jenes. Naja, dementsprechend will ich hauptsächlich den 15-Minuten-Chart in Stunden-Chart-Richtung traden. Und wir haben zum Beispiel, jetzt hat der DAX die erste Handelsstunde short aufgelöst und ich habe den Long gar nicht mitgehandelt hier oben. Und den kann man immer noch handeln, das läuft einem nicht weg. Aber in der gegenwärtigen Thematik ist es halt so, dass wir hier in einer Korrektur laufen und der H1-Trend immer noch short ist. Und wenn er diese Struktur long aufbricht, dann kann man immer noch long gehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist der Trend halt short. Er ist nach unten weggekippt. Man hängt sich mit dran. Und dann war es das auch. Das heißt, entweder er kippt jetzt nach unten. Ich habe weniger Risiko als Chance. 24 nach oben, 38 nach unten. Es ist nicht exakt ein 2 zu 1. Man hätte auch hier unten bei dem Parabolik SAR schon mitnehmen können. Wenn das eben rausgenommen wird, hat man, wie gesagt, extrem wenig verloren und kann, was dann das angeht, sich auch noch im gekippten Markt long positionieren. Das wäre auch noch möglich. Nur muss man immer bedenken, dass der Trend auf M15 immer noch short ist. Das heißt, so sehr man auch letztendlich den Wunsch hat, dann zu sagen, okay, wenn der Markt hier an dieser Stelle nicht short kippt, ja, ich meine, der kommt zurück, läuft in das Band, sticht sich aus, kippt nach unten weg. So, jetzt hat man keine Möglichkeit mehr, in dem Trade rumzufuschen. Das heißt, jetzt ist es so, dass entweder er zieht nach unten oder er zieht nicht nach unten. Und so kann man eben auch mehr oder weniger diskretionär im Trendfolgemodus halt auch die Märkte abarbeiten. Guckst du dir halt an, wo ist der Stundentrend oder was macht der H1-Trend? Wo sind wir da gerade? Wo ist der 15-Minuten-Trend? Wo sind wir da gerade und welche Richtung hat er? Und damit scheint man ganz gut zu fahren, ne? Und jetzt ist es eben so, der Trend auf H1 ist short, der Trend auf M15 ist short. Er ist jetzt hier oben reingelaufen, er hat die Korrektur nach unten hin aufgebrochen auf dem 15-Minuten-Chart. Der 5-Minuten-Chart ist noch long. Ganz, ganz wichtig in der Form. Und ist aber schon vom Momentum her, da können wir auch nochmal Ishimoku rausnehmen, habe ich noch so zusätzlich mit drinne. Hier sieht man schon, dass das Momentum, das schnelle Band, das ist schon auf Rot gewechselt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Ich Doch, denke doch. schon. Das ist gut zu sehen. Ich habe da noch zwei, drei Punkte, aber fahr erst mal fort. Ja, heraus. Na, zur Trendgeschichte Formation, da kann ich nur den Tipp auch geben, schaut bei uns mal auf die Events. Wir haben da regelmäßige Workshops und das, was Dennis sagt, ist ja wie gesagt jetzt auch nicht aus der eigenen Bibel sozusagen erschaffen, sondern das ist ja, wir Richtig. kochen alle nur mit Wasser und das ist genau der Punkt, wo ich auch immer nenne, das Ganze, ich bin ja da auch bei der Vereinigung Technischer Analysten da schon lange zugange und habe da auch den einen oder anderen Kurs mitgenommen und dann hat sich so das Prinzip der technischen oder ich nannte es direkt Konzept der technischen Analyse ergeben und da steht der Trend vor allem. Und gerade da ist der Punkt 1 Trenddefinition und dann kommen erst charttechnische Formationen oder Candlestick-Formationen. Und gerade viele Einsteiger, das war wichtig, dass du das angesprochen hast, vermischen das. Die nehmen halt eine Bullish oder Bearish Engulfing oder irgendwelche Dreiecksformationen, ohne zu wissen, wie ist denn eigentlich der übergeordnete Trend. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du das auch wirklich hier manifestiert hast im Gedanken, nämlich, dass der Trend, die Trenddefinition das A und O ist und da gibt dir der Rainbow, den du ja hier nutzt, durchaus Impulse. Dahingehend die Frage zu der blauen Linie hat sich schon geklärt. Das ist ja mit dem Ichimoku da in den Kontext zu bringen. Die Einstellung des Rainbows wird hier noch gefragt, wie die Moving Average sozusagen eingestellt sind. Oder ist das ein Mix aus diesen praktisch das Farbband, was du da siehst? Das ist genau die Frage. Dazu gibt es aber wahrscheinlich eben auch genau das Paket, was du ja sozusagen zur Verfügung stellst, im Rahmen dessen, dass man dieses Template ja auch nutzen kann. Ja, jetzt ist Dennis vom Stuhl gefallen.
Das kann auch Ja, passieren. da bin ich wieder. Nee, nee, nee. Ich habe, was das angeht, ich mute immer, weil nicht, dass ich mag das nicht, wenn Zwischengeräusche reinkommen. Aha. Ja, klar, also bei dir meine ich jetzt. Also wenn jemand redet und dann hörst du Sure. irgendwie, dass ein Stuhl sich kratzt und so, das nervt dann manchmal. Deswegen mute ich mich immer selber. Ja, das ist zum Beispiel im Plusbereich kann man das bei uns benutzen. Das ist mit JFD haben wir da echt eine ganz gute Kooperation auf die Beine gestellt. Das heißt, schauen Sie sich das mal an mit den konkreten Einstellungen in der Form, weil das Trendband, das lässt sich mit dem MetaTrader nicht so einfach nachbauen. Das schnelle Band, das ist, was das angeht, die 10er und die 20er. Aber das langsame Band lässt sich tatsächlich nicht mit den Standard-EMAs nachbilden beziehungsweise nachbauen. Und vor dem Hintergrund, gut, es ist halt so eine optimierte Trend-EMA, sage ich immer wieder dazu. Wenn Sie das interessiert, dann können Sie das, ich weiß es selber noch nicht mal. Ich hau's in den Chat So. direkt rein, würde ich sagen. Da sind die Jungs und die Mädels und die Herren gleich mal auf der richtigen Seite. Ja, hier kostenfreien starten. Haben Genau, wir das das gibt's Paket. hier Sehr gut. mit JFD. Ich kann das Link ja auch mal dir schicken. Ich hab ihn schon reingedrückt. Wenn der Okay. im Chat zu sehen ist, also da gibt's wie gesagt das tolle Paket klassischer Natur und eben das, was wir mit Dennis ausgedealt haben im Rahmen unserer Partnerschaft. Lasst uns doch mal hier die Kunden auch wirklich abholen und wirklich einen Service bieten. Und da seht ihr hier die monatlichen Preise und genau das, worum es geht. Genau. Habt ihr Ja. bekommen im Chat? Das ist wichtig. Schaut euch das mal in Ruhe an, kann Dennis dann zum Schluss noch was sagen, aber da ist genau das Thema, dass die gleitenden Durchschnitte oder das Template, das ist ja immer so ein bisschen der Gral, den man sucht. Ich weiß gar nicht, wie viele Templates ich gebaut habe oder selber gekauft habe damals. Man sucht ja immer so Möglichkeiten, die den Handel vereinfachen und genau so ein Paket hast du eben hier im Feature-Modus, wo du sagst, die Basis, Advanced und eben auch eine Pro-Version, wo du sagst, okay, für jeden was dabei und eben aber hier auch das Ganze eben kostenfrei zu erhalten. Und das ist genau das Riesengimmick, was wir hier nach vorne preschen. Und SkypeTrading.com führst du ja auch schon seit vielen, vielen Jahren die Seite. Und insofern sind das auch Tools, die einen starken Praxistest hinter sich gebracht hatten. Dazu ganz kurz die Frage, auch nochmal heraus aus der Sache nach der Performance. Da war Jetzt gebe ich ein bisschen zurück. Der Chat ist schön gefüllt. Ich ziehe die Fragen raus und auch teilweise zusammen. Und zwar, wie ist die Performance dieses und letztes Jahr zu was, Thorsten? Da nochmal die Frage, wahrscheinlich zum Range Breakout. Dennis sagte ja schon, hier gibt es nüchterne Jahre und auch Jahre der Drawdown-Phase. Und eben, wo stecken wir da? Ich vermute, es zielt auf das Breakout-System ab. Thorsten, wenn du das nochmal spezifizierst, weil Dennis hat mehrere Systeme, da sind wir jetzt hier eine halbe Stunde am Durchgucken. Ich denke mal, es geht genau um die Breakout. Genau, schreibt er gerade. DAX. Gucken wir uns das an. So sieht das aus. Wenig quatschen. Unten sehen Sie die Handelstage. Links sehen Sie die erwirtschafteten DAX-Punkte. Ja, also wenn da steht 7.500, sind das 7.500 erhandelte DAX-Punkte. Und vor dem Hintergrund kann man dann eben sehr schön sehen, dass es eben auch mal Phasen gibt, wo der Markt einfach oder wo die Strategie an sich nur rumeiert. Und da muss man durch. Ja, aber es gibt eben auch Phasen, da ist mehr Volatilität. Die DAX-Strategie konnte in den letzten Monaten sogar schöne Gewinne machen. Also im Forex-Bereich war es eher dürftig. Das kann ich auch nochmal zeigen. Wo ist es? Da übrigens auch wichtig, dass du die Punkte anzeigst. Das ist bei Forex ja genauso. Ihr könnt ja bei uns den DAX zum Beispiel in der Dezimalstelle handeln. Also nicht ein DAX, ein Euro, sondern ein DAX Punkt 0,10 Cent sozusagen. Und genauso ist es ja beim Währungsmarkt. Das heißt, ihr könnt die volle Lot aufteilen in Mini- und Mikro-Lots. Und das heißt, jeder Pip oder Punkt hat ja einen individuellen Wert, je nachdem, was ihr für eine Handelsgröße eben habt. Und insofern ist die nüchterne Darstellung der Punkte an dieser Stelle durchaus interessant, weil man eben sagt, okay, wenn ich jetzt den DAX mit einer vollen, den DAX mit einer vollen Lot, Euro-Yen mit einer vollen Lot handle, dann ist das eben eine 100.000er-Euro-Einheit und das wären 4.500 Pips,
die es da eben zu erwirtschaften gab seither. Und je nach Handelsgröße kann man sich da auch auf den Euro ausrechnen, was das dann netto im Eurobetrag wäre. Insofern aber gut, dass du die Punkte darstellst. Das führt aber auch bei vielerlei Darstellungen immer zu unterschiedlicher Interpretation. Aber um da gleich sozusagen den Wind in die Segel zu blasen, sei angemerkt, dass das mit den Punkten hier gerade im historischen Maßstab durchaus interessant ist. Frage auch dazu, erhöhst du die Positionsgröße mit Gewinn oder bleibt die seit jeher gleich? Das ist die Frage des Equity Tradings, und es ist auch die Frage der persönlichen Einstellung. In der Form, ich habe jetzt erstmal die DAX-Position rausgenommen. Und wenn er hier ausbricht, kann man sich schon fast long positionieren. Deswegen brauche ich kurz Okay, das ist natürlich in immer der der Form. Live-Effekt. Also ich bombardiere dich hier mit Fragen und nebenbei hast du den Markt noch im Auge, da wie gesagt auch Hochachtung. Und ja, ein Stop gehört auch dazu, da sei auch angemerkt, liebe Leute. Gerade beim britischen Pfund, viele Marktteilnehmer, die harte Bewegung der letzten Tage, da wird ohne Stopp gehandelt und jetzt ist eine große Schieflage im Depot. Aufgepasst, hier ist es wirklich immer zweckmäßig, seinen Risk unter Kontrolle zu haben. Und verlieren gehört in diesem Geschäft leider dazu. Die Ohrfeige muss man sich abholen, deswegen ist Trading ja eben auch kein Ponyhof, wo man sagt, da reitet man immer der Sonne entgegen. Es gibt eben Phase der Schwäche der Drawdowns, auch glückte Trades. Wichtig ist, dass man einen Erwartungswert hat und eben auch eine Kenntnis zur Strategie. Und insofern, Dennis, das Wort ist nochmal dir, wollte ich nur einstreuen, ne? Ja, na, die meisten wollen ja keine Gewinne. Naja. Die wollen an der Börse Verluste machen, weil ein gutes System wird Verluste produzieren. Sieht man ja gerade hier. Das ist ja Wo meine ist er? Ansage. Jetzt hast du, sag mal, Ja, nicht nur genau. Fragezeichen, sondern große Verwirrung im Teilnehmerkreis Ja, na, gestiftet. aber das ist ja, was das angeht, völlig normal in der Form. Das heißt, wenn ein System, jetzt hängen wir uns an den Long-Ausbruch mit dran. Wir gehen einfach den kurzfristigen Trade mit. Obwohl der übergeordnete Trend ja noch short ist im M15, da bist du aber jetzt mutig, oder? Ja, was das angeht, jetzt gehe ich ins kurzfristige Momentum mit rein. Vor Okay. allem, das liegt auch deshalb daran, weil solche Sachen sehr, sehr gerne genutzt werden im DAX. Wenn sowas stattfindet wie hier unten, Triggert. wenn er einen Short, genau, wenn er den Short nach unten abbricht, dann hat man auf der Geg also das kann man aber nur machen, wenn er den Short auf der Unterseite abbricht. Das heißt, wenn er jetzt beispielsweise so gelaufen wäre, deutlich tiefer und kommt dann zurück, dann ist das immer so eine gefährliche Geschichte, weil dann hast du immer das Risiko des Pullbacks. Das heißt, so kann man es auf beiden Seiten probieren und entweder er macht's oder er macht's halt nicht auf der Seite. Das ist soweit ganz okay. Zum Thema Gewinne und Verluste. Jedes Trading-System wird Verluste produzieren. So oder so. Und das sieht man hier wunderschön. Zum Beispiel auf die Frage der Performance im Euro-Yen-Range Breakout. Da sieht man ja jetzt auch gerade, dass die Strategie hier keine Gewinne produziert. Und deswegen sage ich das so ein bisschen provokant, dass die meisten Leute keine Gewinne haben wollen. Weil wenn man sich das so anschaut, naja, dann sagt man sich, naja, hat die Strategie ein paar Verluste gemacht. Ist ja halb so wild, ne? Hier, diese kleine Phase. Nur diese kleine Phase war von Tag 300 bis Tag, was, 460. So, das heißt, wir haben, was das angeht, 160 Tage Verluste gemacht mit der Strategie, ne? Und 160 Tage Verluste, es gibt 22 Handelstage in der Form, das sind also roundabout 8 Monate. 8 Monate Verluste. Crazy. 8. Du fängst im Januar an. Und gefühlt, wenn der Winter beginnt, fängst du an, Gewinne zu machen. Mit einer ach so profitablen Strategie. Und deswegen sage ich, die meisten Leute wollen Verluste, weil Gewinne oder gewinnhafte Strategien Verluste produzieren werden. Und wer aber keine Verluste produzieren kann, oder keine Verluste akzeptieren kann, wird auch keine Gewinne bekommen. Das heißt, Gewinne sind, an der Börse geht es nie um Gewinne. Ich weiß auch nicht, wer auf diesen Trichter gekommen ist, dass es an der Börse um Gewinne geht. Warren Buffetts erste Regel heißt nicht, mach gute Gewinne oder sei profitabel. Sondern die erste Regel ist,
Begrenze deine Verluste. Warren Buffetts erste Regel bezieht sich nicht auf die Profitabilität, sondern auf den Fokus der Risikominimierung. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ganz, ganz viele brutal unterschätzen. Die denken, okay, Börse, okay, ein paar Verluste, aber ich versuche eher Gewinne zu machen. Aber wenn es um Gewinne geht, warum hat dann Warren Buffett gesagt, in der ersten Regel, halte deine Verluste klein? Wieso konzentriert sich so ein Investor nach 30, 40, 50 Jahren nicht auf Gewinne? Normalerweise müsste man doch sagen, ja, also, naja, der ist doch eigentlich da, um Gewinne zu machen. Und dann kommt der als erstes um die Ecke mit dem Spruch und sagt, naja, wir müssen uns auf die Verluste konzentrieren, ne? Die Verluste sind alles. Das ist ja ein fundamentaler Widerspruch. Und da kann man mehr oder weniger relativ einfach das abschätzen und schon sehen, okay, an der Börse geht's nie um Gewinne. Das hat schon Warren Buffett gesagt. Das heißt, wer Gewinne haben will, der wird meistens sich auf die falsche Seite fokussieren, nämlich auf die Chance. Aber gegenüber der Chance steht oft ein Risiko. Und dieses Risiko muss man halt berücksichtigen. Und das Risiko muss man nicht berücksichtigen, sondern das ist die wichtigste Komponente, das Risiko im Griff zu haben. Wenn es nicht funktioniert, gehst du raus. Der Trade hat mich gerade irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, 69 Euro gekostet oder was. Der interessiert mich gar nicht. Und wenn der zweite jetzt nicht aufgeht, interessiert mich nicht. Die Strategie macht 8 Monate Verluste. 8. Ne? Und hier diese Strategie hat jetzt auch schon wieder 6, 7, 8, 9 Monate hinter sich. Ne? Und das ist halt immer so eine Geschichte. Das macht überhaupt keinen Spaß. Aber Spaß macht eben das Durchsetzen, das Durchführen. Und wenn man lang genug dranbleibt, hier auch, hätte man ja auch auf die Idee kommen können und sagen können, oh Mensch, was ist denn das hier für ein Mist? Und die Strategie macht jetzt auch schon hier wieder 3, 4 Monate gar nichts. Gewinn, Verlust, Gewinn, Verlust. Das ist alles, was das angeht, hier total am Rumeiern. Wozu handle ich den ganzen Dreck überhaupt? Ich setze hier jeden Tag meine Strategie um. So viel zum Thema Strategien. Da kann ich mich auch gleich an den Chart setzen und gleich einfach mal gucken, was da los ist und nach Gefühl handeln. Ich meine, das waren auch knappe 5 Monate. Ja, 5 Monate kein Geld mit der Strategie verdient. Und das sage ich offen und ehrlich, wie es ist. Da ist Marketing als Trader gar nicht so schlecht, weil häufig kann man ja auch sagen, ja, wenn Trading so gut läuft, warum macht man dann Marketing? Oder warum gibt es generell sowas wie Kooperationen oder wie Produkte? Warum? Naja, weil das wirkliche Leben als Trader gar nicht so witzig ist. Du lebst von dem, was du erjagst. Und wenn du nichts bekommst, dann musst du echt den Gürtel enger schnallen. Und deswegen ist es eben auch so, der Hauptfokus liegt eben maßgeblich in der Umsetzung des Ganzen. Daher ist das natürlich, was wir hier machen, nicht wirklich repräsentativ. Lange Rede, kurzer Sinn. Kann ich profitabel handeln? Jo. Macht das Spaß? Nein. Geht es mir um Spaß? Nein. Ich will Gewinne. Ich bin gewinnorientiert. Aber weil ich gewinnorientiert bin, kümmere ich mich nur um die Verluste. Die klein zu halten. Ist so ein bisschen wie soll ich das erklären? Am schönsten. Ja, du bist mitten in einem Boot auf dem Ozean. Und da ist ein kleines Loch drin. Du kannst natürlich die ganze Zeit mit einem kleinen Becherchen versuchen, das volllaufende Boot leer zu bekommen. Kannst du probieren. Aber das Meer hat mehr Wasser, als ich rausschütten kann. Und das, was ich rausschütte, kommt wieder rein. Das kann ich machen. Aber ich konzentriere mich eher, das Loch zu stopfen, wo das Geld wegfließt. Erstmal die Löcher stopfen, wo das Geld wegfließt. Dann ertrinkt man schon mal nicht. Stichwort Warren Buffett, erste Regel, Verluste begrenzen. Und dann kann man gucken, wie man irgendwie mit einem rumschwimmenden Ast versucht, sich ein Paddel zu bauen. Und dann kommst du langsam irgendwie, selbst wenn du mit den Händen paddelst, aber irgendwie bewegst du das verdammte Boot von A nach B. Das hat zwar alles noch keinen Sinn, du bist mitten auf dem Meer, auf dem Ozean, Wetterkacke, nichts zu essen, aber zumindest läuft das Boot nicht mehr voll. Erste Regel, Boot abdichten. Zweite Regel,
gucken, wie ich jetzt irgendwie paddeln kann. Das ist da, deswegen, das ist das immer so eine Geschichte mit der Thematik Verluste, Gewinne. Und es ist, glaube ich, am besten, wenn man sich hauptsächlich auf die Verluste konzentriert. Und da gibt es berühmte Trader-Persönlichkeiten. Ich weiß gar nicht, war es Peter Lynch, irgendeiner von denen. Das fand ich ganz interessant. Der ist in seinen 30ern abgebrochen. Der war Shootingstar der Wall Street, hatte in einer kleinen Handelsfirma begonnen und ist, glaube ich, hatte 150 Millionen Fonds. Ich meine, ist auch ein bisschen was, ne? 150 Millionen. Also ist man nicht so ohne. Und der hat das so gut wie alles verloren. Und das hat ihn so getroffen in seiner Psyche, dass er sich ab dann nur noch gefragt hat, was muss ich tun, um das Risiko so effizient wie möglich, so perfekt wie möglich einzugrenzen. Und das hat ihn im Nachfolgenden zu einem der größten Börsenhändler gemacht, weil er sich halt nur noch auf das Risiko konzentriert hat. Das heißt, während andere eben immer nur versucht haben, das Wasser aus dem Boot zu kippen, hat er gesagt, nee, 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 damit fangen wir gar nicht erst an. Erstmal untersuche ich das Boot auf undichte Stellen. Und erst wenn ich ganz sicher bin, dass dieses verdammte Boot keine undichten Stellen hat, dann kümmere ich mich darum, wie wir hier vorankommen. Aber wir werden nach 2 Metern absaufen, wenn das Boot ein Leck hat. Also wäre es nicht mal angenehm, dass wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier nicht ersaufen. Ja? Und wenn wir nicht ersaufen, dann gucken wir, wie es weitergeht. Und dann schauen wir mal. Und das ist die Ansicht. Das heißt, konzentrieren Sie sich auf Ihre Verluste. Dann werden Sie auch irgendwann profitabel. Das ist A und O. Verluste gehören dazu. Du hast es perfekt gesagt. Naja, und zum Beispiel jetzt natürlich, M15 ist Short. Das ist sicherlich nur in dem Moment, wo der Markt ein Tief direkt einkassiert. Das ist ein sogenanntes Kippszenario. Er muss aber auch wirklich, wenn er durchbricht und er kippt das sofort, das bedeutet, die nächste Kerze ist sofort der Kaufdruck, dann hast du ein Kippverhältnis. Und dann sollte man sehr vorsichtig mit Short sein, weil dann hat er eine sehr offensichtliche Short-Position direkt long gekontert, wenn man im Fußballjargon sein möchte. Was ich zwar jetzt nicht befürworte, weil wir sind nicht beim Fußball, aber dann sollte man vorsichtig sein mit Short-Positionen. Weil dann kann es sein, dass der Markt sich so vollgezogen hat, dass es dann nach oben geht. Man kann es noch mit Volumen abgleichen, aber in dem Fall, wir können auch, was das angeht, den Stop relativ eng nachziehen, ist auch eine Methode. Da Ist war auch, übrigens, ja. Dennis, ich Hau raus. unterbreche nur ungern die Philosophie am Der mache ich ein Dienstag bisschen vorher, Pause, das ist okay. aber ich mag es, du musst ja auch mal schnaufen können, ne? Und zwar vorhin beim DAX-Trade warst du ja auch deinem Stop schon im Gewinn. Das heißt ja praktisch, das ist auch so eine gewisse Vorgehensweise, die ich früher eine Zeit lang auch praktizierte, wenn du dein Risiko verdient hast, oder ich praktiziere es je nach Chart-Situation durchaus heute noch, wenn du dein Risiko verdient hast, dann setzt du den Stop auf Break-Even, beziehungsweise verringerst zumindest dein Risiko. Das hättest du ja vorhin bei dem DAX-Trade Short durchaus machen können. Hast du ja auch gesagt, man hätte Fahrradkette, du hättest den Gewinn auch am Parabolik-SAR da entsprechend mitnehmen können. Möglichkeiten gab es da viele. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber theoretisch hättest du ja den Trade auch absichern können oder zumindest das Risiko reduzieren. Das hast du nicht gemacht. Da ist die Frage, gab es da einen Grund für? Ist das eine generelle Vorgehensweise oder passt du den Stopp auch mal an, dass du das Risiko, das eingegangene, das kalkulierte, sozusagen reduzierst? Ich hoffe, das kam jetzt verständlich rüber. Okay, er schnabbelt gerade an der Teetasse, glaube ich. Ich habe Tee, das ist gut. Dings, Kaffee. Hm? Morgens Tee. Da ist ja nichts drin im Tee. Das war ja der Witz. Wobei, vielleicht müsste ich mir was in Tee machen. So, Ah, jetzt aber. die Thematik. Es ist eine Frage, wie aktiv ich das Ganze gestalten will. Also ich kann, was das angeht, natürlich mich davor setzen und sagen, okay, ich ziehe den super tight nach. Ich bin sehr, sehr nah dran. Und dann ziehst du das Ganze immer sehr aktiv nach. Das ist eine Frage des Trading-Stils. Wenn jemand sagt, okay, ich will gar nicht so aktiv dabei sein, für mich ist es auch okay, so wie es ist, dann kann man das auch so generieren. Was machen zum Beispiel, oder wie kann man das zum Beispiel am besten erklären?
Wie nah willst du dem Markt sein? So, die meisten sagen sich immer, hey, ich will Gewinne machen. Ich will Gewinne machen. Und dann sagt man sich immer, ja gut, aber unter welcher Art und Weise? Weil Gewinne kann man in der Gesellschaft überall machen. Das heißt, Michael Vogt hat das wunderschön formuliert. Wenn es rein um das Geld geht, dann sollte man ja nicht traden. Weil traden kann man ja überall, also Geld verdienen kann man überall. Da kann man sämtliche Jobs machen. Das geht wahrscheinlich schneller und unkomplizierter als Trading. Trading macht man ja deshalb, weil man ein gewisses Maß an Freiheit und Flexibilität für sein eigenes Leben haben möchte. Und wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich ziehe super tight nach, ich bin super nah dran, das geht jetzt im Webinar, beziehungsweise wenn für mich persönlich mache ich das, wenn ich privat unterwegs bin, gerne. Aber wenn ich, auch dann muss man sagen, es kommt darauf an, wie viel ich zu tun habe. Wenn ich viel zu tun habe, ziehe ich da gar nichts nach. Dann lasse ich laufen und entweder er zieht oder er zieht nicht. Und wenn ich halt wirklich Tunnelfokus habe und Mucke im Ohr und keiner geht mir auf die Nerven und dies und das und Telefon ist aus und ich bin wirklich nur am Markt und dann bin ich auch gerne aktiv nah dran an jeder Kerze. Und dann kann ich auch ein aktiveres Management machen. Das heißt, es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt nur die Frage, passt das zu dir? Möchtest du das so machen? Möchtest du, und vor allem, dann kommt ja auch die Frage, wie viele Charts kann man dann engmaschig so betreuen? Also nehmen wir mal an, ich handle 5 Setups. Jetzt haben wir halt beispielsweise ein, zwei Setups, die wir vorhandeln, ja? Stell dir vor, du handelst 20 Setups. So, wenn du 20 Setups gleichzeitig handelst, dann bist du nur am Rumrotieren. Und dann ist schon fast wieder Stress. Das ist so ein bisschen wie beim, weiß ich nicht, in der Studentenzeit, du bist in der Salsa Bar und 80 Leute bestellen einen Mojito. So, da denkst du dir auch, ja, gut. Wann soll ich die alle machen? Weil 80 Mojitos machen sich auch nicht von alleine. Klassische Studentenstory, sage ich jetzt mal, ne? Oder wo du einfach einen Nebenjob hast. So, das sind dann Sachen, da kann ich auch, wenn ich den Stress haben will bei 20 Positionen, da kann ich dann auch gleich was anderes machen. Das ist halt, wie gesagt, was ist passend zu einem selbst? Und ich finde es immer wichtig, dass man passend zu sich selbst handelt, weil man sich sonst warum versklavt. Ich Absolut. glaube, der ein oder andere, vielleicht du oder auch andere, haben so eine Art, die wollen das enger nachziehen. Ja, das ist, So, das verstehe ich so, weil fühle ich du, sogar. das sprichst du richtig gut an. Das ist definitiv eine sehr, sehr individuelle Sache. Training auch passt das Timeframe zu meiner Psyche, bin ich da bereit, weil viele denken, wobei man auch relativieren muss, da gab es ein bisschen Schimpfe, Dennis, nach dem Motto, die Leute sind ja hier schon, um Gewinne am Markt zu machen, ne? Weil du so auf die Verlustschiene da eingekehrt bist, beziehungsweise da erstmal uns den Kopf gewaschen hast, dann nehme ich mich jetzt mal mit rein als Zuhörer, nach dem Motto, Warum hat das. dann Warren Buffett gesagt, in der ersten Regel konzentriere dich auf deine Verluste? Weißt du, was ich meine? Also so ganz simpel gesagt, wenn der beste Trader der Welt sagt, konzentriere dich auf deine Verluste. Du hast es Ich ja gesagt. sag's offen, wie es ist. Das ist mir sogar egal, was sie darüber denken, weil Warren Buffett ist wirklich eine Wall Street-Legende. Man Wenn der muss. sagt, wir sind auf der Verlustschiene unterwegs und wir müssen uns auf die Verluste konzentrieren und Gewinne wie Gewinne, aber Verluste sind das A und O. Ich sag Ihnen, wie das ist. Das ist gar nicht meine Meinung. Wissen Sie, was ich meine? Das wirkt immer so, als ob der Nein. Gürtler so ein bisschen, aber Na. das hat, der Markt hat mich so lange geschlagen, dass ich dann Richtig. auch am Ende sage, oh Gott, nee, komm, lass gut sein. Zum Beispiel früher hätte ich jetzt hier dagegen angekämpft. Da hätte ich gesagt, oh, der muss aber short, warum ist der nicht? So, mittlerweile sage ich mir, nee, Dennis, komm, nicht diskutieren. Du weißt, es gibt auf die Fresse. Der schlägt dir die Fresse grün und blau. Lass es sein, er ist gekippt. Wenn du Harter, harter long, wenn du Amor. handelst, gehst du long. Ansonsten lass es. Und deswegen nicht, dass Sie so sagen oder denken, das ist meine Meinung. Wissen Sie, was ich meine? Ich habe genauso getradet. Ich bin auch mit Gewinnen rangegangen. Aber das ist genau der Punkt, warum es wenige gibt, die Gewinne machen und viele, die Verluste machen. Ja, das ist Deswegen, genau dass ich richtig. nur sicherstellen, dass das nicht meine Meinung ist. Na, ich kann das vielleicht an der ein oder andere, der mich von meinen Webinaren kennt und früheren Zeiten, da pflege ich ja auch die Phrase, könnte man sagen, ist es aber nicht. Das Einzige, was du überhaupt kontrollieren kannst, ist ja dein Risiko. Hast du den Trade nämlich im Markt, dann bist du sowas von, sage ich mal, losgelöst von der Einflussmöglichkeit, was dann auch geht. Du kannst nur eins kontrollieren, das ist
Dein Entry, okay, aber dann eben auch das Risiko nach dem Einstieg. Das heißt, verlierst du im Worst Case 10 Euro, 100 oder 1000 Euro pro Trade, das ist das, was du kalkulieren kannst. Und den Einfluss kannst du üben. Alles andere, da kannst du noch hunderte Indikatoren haben oder noch was für eine Glaskugel. Du kannst es schlichtweg nicht beeinflussen, was der Markt in den nächsten 15, 15 Minuten tut. Du arbeitest mit Wahrscheinlichkeiten, eben auch aufgrund deines Erfahrungswertes, den du anhand der einen oder anderen Strategie im Live-Test, Backtest sozusagen erarbeitet hast, um eben einen Erwartungswert zu haben. Und that's it. Und da gehören eben auch Verluste dazu. Das ist tatsächlich so. Und da schließt sich der Kreis. Du kannst eben nur Einfluss auf das nehmen, was du riskierst, und der Rest ist dem Markt überlassen. Das ist ganz wichtig. Auch Olaf schreibt gerade Verluste begrenzen. Viele, viele Sachen. Sonja, sollte dann der DAX nicht eher long gehen? Der DAX geht ja long. Der Dennis ist ja auch reingehuscht in den Long an der Stelle. Da vielleicht nochmal spezifizieren. SAR, der SAR ist ja auch ein Trendfolger. Das ist, ich sage mal, ein schönes Instrument. Ich habe da auch so ein Kombinationstemplate mit SAR und noch einem ADR-Mix, also Average Daily Range Mix, wo man so ein Stück weit den SAR nutzen kann. Auch In nett, ja. Trendphasen ist der natürlich sensationell, ja, weil der auch jeden nach Steigungsgrad auch den Stop im Eingang zieht. Das ist ja so ein bisschen Ja. der Effekt dieses Indikators. Ist auf jeden Fall ein nützlicher Indikator, aber in Seitwärtsphasen oder eben auch in Marktphasen, du siehst es ja hier in der Früh von, ich sag mal, grob 7 oder 8 Uhr, hast du eine Seitwärtsphase, wo es eben da auch immer wieder Fehlsignale gibt. Das musst du und immer mit dem übergeordneten Trend in Kontext bringen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. So, Günther, um das Risiko kontrollieren zu können, bessere Tools. Also die Tools findest du zum einen bei unseren Add-ons, Günther. Also da hast du eine freie Auswahl und aber auch bei dem Link vom Dennis. Wir haben ja gerade vorhin das Scalp-Trading-Angebot für JFD-Kunden reingestellt im Rahmen der Einzahlungskomponenten und der Möglichkeiten, die sich da bieten. Da hast du im Prinzip auch ein Risikotool dabei eigentlich an der Stelle, Dennis, oder also wo du eine Positionsgröße bemessen und berechnen kannst. Ansonsten, Günther, das findest du bei War unseren Add-ons. kostenfrei bei Siehst uns. du, alles Ja. kostenfrei. Also da gibt es sowohl beim Dennis als auch bei uns genug Tools, die dir den MetaTrader da definitiv in eine Range bringen, auch wenn das Teil für den einen oder anderen eingestaubt scheint. Und ja, okay, es ist schon seit langer Zeit am Start. Gerade der MetaTrader 4 hat sich ja da in den frühen 2000ern etabliert. Aber mit diesen Upgrades, mit diesen Templates, mit den Möglichkeiten der Programmierung kann man den MetaTrader durchaus funktionell nutzen und eben auch hier viel automatisieren. Sei es der Einstieg, sei es die Positionsverwaltung, auch Trailing Stops sind ja überhaupt kein Thema. Also nachziehende Stops, die den Trade sozusagen überwachen. Das braucht man alles nicht mehr manuell zu machen heutzutage. Und insofern da gern mal schlau machen Stimmt, auf der ja. Seite vom Dennis, ja, oder eben auch bei den Add-ons auf unserer Seite. Aber Dennis hat da schon ein komplettes Paket, was dich da abholen sollte, Günther. So. Das Paket ist hauptsächlich auch dafür da, dass man mit den Bändern erstmal klarkommt mit dem scheiß Trend. Weil, weißt du, du hast da 5000 Kursformationen. Und ich habe mir auch überlegt, ey, ich komme damit nicht klar. Das ist ja nicht gekommen, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern das ist gekommen, weil ich nicht zurechtkam. Ganz simpel. So, ich sitzte vorm Kurs und es ist halt, wenn man so will, eine geordnete Range Breakout-Geschichte, eine geordnete Rainbow-Geschichte. Weil beim Rainbow hast du super viele gleitende Durchschnitte und die haben mich, wenn du nicht exakt weißt, wie und wo, da hat mich das einfach ganz simpel überfordert. Also habe ich mir das einfach abgespeckt und gesagt, okay, was ist denn hier groß der Trend und was ist das Momentum? Wenn man also Trend und Momentum voneinander trennt, dann hat man schon viel geschafft. Und deswegen ist das auch nicht der heilige Gral. Und man sieht auch hier, naja, entweder er zieht jetzt oder er zieht jetzt nicht. Und dadurch, dass mein Risiko immer begrenzt ist, er wird irgendwann ziehen. Und wenn es halt morgen mit den Trades ist, dann gleiche ich das morgen aus oder heute Nachmittag und dann ist gut. So, aber früher bin ich da halt voll hinterhergehechtet und hab da sonst was wie veranstaltet und dann mit Wut und Tastaturen zerschlagen und hast du nicht gesehen. So, das ist doch immer wieder das Gleiche, wo du dann auch sagst, ja, musste auf Dauer nicht haben. Das heißt, es ist nicht entstanden, weil das so toll ist, sondern einfach nur, damit ich eine Orientierung habe. Und auch da muss man gucken, was macht am Ende der Markt. So, das heißt, kurzfristig haben wir jetzt eine gekippte Marktsituation. Der M5-Trend ist long. Das heißt, der Trend der letzten Stunden ist auf long gekippt. Wir haben jetzt hier die Thematik und jetzt ist ja genau wichtig, dass ich weiß, was ich da handle. Und dadurch, dass der Trend der letzten Stunden eben nun mal long ist, gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich hänge mich an diesen Long-Trend der letzten Stunden
Oder ich warte, und das ist dann die nächste Short-Option. Sollte sich der 15-Minuten-Trend durchsetzen, ja, und sollte der Trend letztendlich hier unter das Tief fallen, dann kann man das Ganze immer noch wieder short aufgreifen. Das heißt, man latscht dem verdammten Trend immer nur hinterher. Und wenn der halt zwei, dreimal kippt, dann hast du halt zwei, drei Einstiege in kurzfristiger Basis und ansonsten musst du halt den dritten oder vierten Bus nehmen. Mehr ist es am Ende nicht, ne? Also das ist, und Range Breakout ist halt deshalb ganz schön, weil es halt gewisse Zwänge ausnutzt. Das heißt, in dem Sinne, irgendwohin muss ja der Markt dann gehen. Und klar gibt es auch Tage, wo der dann halt nicht so weiterläuft oder wie auch immer. Aber es gibt auch eben Tage, wo der, da zieht er dann halt eben deutlich durch. Zum Beispiel gestern Range Breakout fand ich ganz nett. Natürlich ist so ein Tag wie heute, ja, der hat nicht funktioniert und der hat nicht funktioniert. Jo, Na, gestern hat es aber funktioniert. noch ist ja nicht aller Tage Abend. Zum einen läuft ja noch und wie gesagt, die Position hast du ja sowohl diskretionär als auch manuell im Loop. Also es ist ja eh so eine Sache, wie es denn dann ausgeht und das ist natürlich auch so ein Punkt, in welchem Timeframe man sich bewegt, nicht wahr? Also wenn du da Das ist das kurzfristig Thema bist. praktisch Range Genau. Breakout, Ah, weißt hier, du? genau. Da Gutes siehst du dann Beispiel. halt, da ballert es dann halt auch mal an einem Tag 270 Punkte runter. Und da machst du dann, wenn du da noch nach Parabolik nachziehst, das ist ja auch, was das angeht, ganz interessant, kann man sich ja auch hier einfügen. Der Parabolik ist sehr interessant zum Nachziehen von Elementen. Und je nachdem natürlich auch, wie man den Parabolik einstellt. Ich finde den Parabolik halt ganz nett, weil jedes Mal, schauen Sie sich das praktisch an, jedes Mal, wenn der Parabolik anfängt zu steigen, beginnt halt die Korrektur. Auch wenn es nicht perfekt ist. Und jedes Mal, wenn er halt anfängt zu fallen, geht er halt in die Impulsivität. Das heißt, der Parabolik SAR macht eben auch viel, was das angeht, nimmt einem auch häufig die Arbeit diesbezüglich ab. Dass man dann einfach nur guckt, okay, sind wir jetzt im Impuls oder in der Korrektur? Weil Parabolik wird immer so als mysteriöses Ding identifiziert. Das Ding klemmt sich einfach an das Momentum. Und dann siehst du halt am Parabolik, ist das Momentum jetzt eher erstmal steigend oder fallend? Und wo kann ich, wenn ich den Impuls handle, das Ganze nachziehen? So, deswegen bin ich da ein großer Freund davon, weil ich mir ja auch selbst häufig nicht sicher bin. Ja, deswegen nutzt man ja diese Sachen, um dann letztendlich sukzessive nachzuschauen. Und das ist auch ganz nett. Das kann man sogar auch für den Trendhandel benutzen. Solange die Phasen des fallenden Paraboliks länger sind als die des steigenden, ist es halt ein Abwärtstrend. Das kann man sich wirklich echt ganz simpel nachziehen praktisch. Und hier sieht man dann hier unten irgendwann, finde ich ganz nett, jetzt fängt dieses ganze Geschiebespiel an. Jetzt werden auf einmal die Paraboliks, wenn man es so ausdrücken möchte, irgendwie gleichberechtigt. Und sehen Sie das hier? Hier ab einem gewissen Zeitpunkt sind Korrekturen und Impulse ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie ausgeglichen. Also der schiebt sich und schiebt sich, bis dann irgendwann hier so ein Impuls drückt. Ist natürlich ein bisschen nervig in der Form. Because of, in dieser Phase hat man hier häufig dann so eine Rumschiebephase. Aber dann sieht man schon so langsam, irgendwie scheint der Parabolik so langsam irgendwie nicht mehr klarzukommen. Also der Eier drauf, also der hat mal steigende Phasen, der hat mal fallende Phasen, aber die wechseln sich zunehmend ab. Und irgendwann kommt dann hier nach dieser ganzen Schiebephase dann so ein stärkerer Parabolik. Und dann wechselt das Ganze irgendwie. Hier in dem Moment sollte man dann vorsichtig sein. Das ist einfach eine visuelle Betrachtungsweise, die mir einfach hilft. Ich glaube, das kann man hier am ehesten nachvollziehen. Na, und dann guckt man eben weiter und sagt, okay, nachdem er gewechselt ist, geht das Spiel wieder von vorne los. Aber auf jeden Fall ist es gewechselt. Und dann schiebt sich der Markt leicht nach oben.
So. Finde ich eigentlich eine ganz coole Erkenntnis so an sich. Na, und jetzt kann man eben mal gucken. Short geht halt erst dann wieder, wenn er dieses Muster auch anfängt zu brechen. Jetzt ist er halt aktuell noch ein bisschen rumschiebemäßig, aber wir haben jetzt nicht so einen Wechsel gehabt. Das heißt, Short wäre erst dann möglich, wenn wir wieder so eine Phase hätten, wo der Parabolik halt ständig wechselt, rauf, runter, dies, das, jenes, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und dann kann man reingehen. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz nett, solche Wechselphasen, weil so kann man dann auch Seitwärtsphasen im Übrigen auch identifizieren. Das heißt, wir müssen uns erstmal hier die Funktion dazu ballern. Dann kann man sagen, okay, wenn der Parabolik hier irgendwie nicht zurechtkommt, ich sag's wie, also ich so, dann scheint das ja irgendwie so wie so eine Art, ja, Schiebezone zu sein. Eiert hier irgendwie rum. Ja, und dann sieht man auch irgendwann, aha, daraus kann ein Ausbruch entstehen. Und dadurch, dass die Tiefs hier dann eh schon langsam steigend sind und der Parabolik eh irgendwie nichts mehr macht, sieht man dann schon langsam, wie sich der Markt dann nach oben entwickelt. Weil mir fällt es halt auch häufig schwer, wirkliche Ausbrüche zu erkennen. Und einer der netten Mittel, um Ausbrüche zu erkennen, in diesem Sinne, ist halt, dass man sich das über den Parabolik herleitet. Ist das soweit nachvollziehbar, Chris? Ja, ne? Ja, definitiv. Parabolik ist, wie gesagt, nur für sich genommen so. Das ist immer ganz gut ableitbar, aber man sollte eben auch das höhere Timeframe nicht vergessen, was du ja eingangs gesagt hattest. Die Multi-Timeframe, also es ist immer Multi-Timeframe auch wieder so ein englisches Wort natürlich, aber es wurde eben also mit der Verknüpfung der Zeitebenen, um es mal so zu sagen, wichtig, dass man immer schaut, sagen wir mal, der Stein oder das gesetzte Anziehungsfeld von oben nach unten. Oh, hier, Deswegen sollte man guck mal auch hier. in die Richtung schauen, weißt Guck dir die, ja, natürlich, natürlich. Also das so wie, also die Verschachtelung, da hast du absolut recht. Schachtelung, Die richtig. ohne Verschachtelung brauchst du da gar nicht antanzen. Aber hier sieht man schon, der Parabolik kommt hier in der Phase mal gar nicht klar, ne? Das ist ja das. Du musst immer schauen. Und du hast eben auch solche Phasen. Und du musst auch auf Aber die das ist ja Zeit. das Schöne da Aber dran. schau mal, du hast den Guck, guck. 24-Stunden, DAX jetzt gerade in der Nacht um 2, 3 Uhr. Da muss man auch sagen, schaut lieber, also liebe Leute, wann ihr eben handelt. Du hast das vor eingangs ja gesagt. 8 bis 11 Uhr ist eine Prime-Session. Das passt. Aber wer den DAX da jetzt hier in der Nacht um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr handelt, wo die Asiaten drin sind. Aber Da das brauchst du ja nicht handeln. Aber aber der Punkt ist, wenn man so sieht, dass der Parabolik kein Meter klarkommt, eh klar, ja. so in der Nacht hier, dann ist das meistens eine Range. Weil mir fällt es oft schwer, Ranges zu klassifizieren. Das ist ganz schwierig. Wo ist der Impuls vorbei und wo fängt die Range an? Das sind so die Fragen, die ich mir immer stelle. Und deswegen ist dieses Nicht-Zurechtkommen auch wirklich nutzbar. Ich kenne auch wirklich einige Leute aus dem Plusbereich, die gehen nur noch auf die Jagd nach der Phase, wo dieser Parabolik überhaupt nicht zurechtkommt. Wo der ständig diese Wechsel hat. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf. Wo man sagt, hey, wie oft will denn der Parabolik noch schalten? Noch ein 50. Mal? Long, short, long, short, long, short. Und dann Prime Session, gerade was du gesagt hast. Wenn der dann hier bricht, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig als alles klari. Ich gehe da short, stopp übers letzte hoch und dann kannst du mit deinem Risk und alles Mögliche arbeiten. Dann hast du hier ein R und dann kannst du auch schön Stopp nachziehen. Und man sieht ja auch irgendwie, dass der Kurs da irgendwie zu reagieren scheint bei den Rs. Ja, also das heißt, wir haben es dann hier. Wir haben dann hier. Wir haben dann hier. Man sieht so auch, dass der Markt nach gewissen Funktionalitäten arbeitet. Und so schiebt sich das dann runter. Da ist eine schöne Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, Parabolik eiert sich da halt einen ab, scheint eine Seitwärtsphase zu sein. Wenn er die bricht, gehe ich rein. Stopp übers letzte hoch. Wunderschönes Mittel, wenn etwas nicht funktioniert, zu gucken, was steht dahinter. Weil, wie du schon, du hast es perfekt gesagt. In Seitwärtsphasen wird der Parabolik hundertfach schalten. Und dann stehst du halt da. Aber das ist nicht schlimm, weil was kommt nach einer Seitwärtsphase? Irgendwann der Ausbruch. Na, Und und dann dann. kann man auch mal schön sagen, und so bröselt der Keks nun einmal, ja, wenn er zerbrochen ist, diese Range-Phase. Richtig. Ja,
Und das ist ja auch was, Richtig, so also, bröselt er, ist gut. und so bröselt er. Je nachdem, was du guckst, ich meine, solche Phasen jetzt mitten in der Nacht, wie gesagt, das ist natürlich jetzt ein klares Beispiel, die Volatilität eh gering, aber solche Phasen hast du eben auch beim DAX mal untertags oder auch beim Währungspaar oder beim Gold. Da muss man eben ein Stück weit schauen. Und das ist eben auch der Punkt, wo jeder in sich schauen muss, bin ich jetzt hier ein Nachtmensch, okay, dann ist sicherlich der DAX jetzt nicht das Vehikel, was ich treten will. Oder bin ich jetzt hier in der Nachtschicht unterwegs und habe Lass Zeit, mich da was irgendwas zu ergänzen, lass tun? mich was ergänzen dazu. Schieß rein. Die meisten Leute, lass sie doch um 8 kommen. Aber man kann sich ja dieses Gebrösel, wenn der halt nachts, um in deiner Wortwahl zu bleiben, was ich tatsächlich wirklich gut finde, wenn der nachts vor sich hin bröselt, und zwar so, dann hat man eine schöne Option, des Morgens zu traden. Das kann ja eine Strategie werden, wo man sagt, naja, Momente mal, wenn der Markt hier sich einen abbröselt, gerade in der Asia-Session, einen engen Korridor aufbaut, Parabolik mal gar nicht klarkommt, dann ist das ja prädestiniert für einen Ausbruch um 8 oder um 9. Weißt du? Das muss ja, ich würde doch da nicht handeln. Du hast doch auch selber schon so im Ton mitklingen lassen. Nachts handeln, naja, ich weiß nicht, ob das sein muss. Völlig richtig. Nachts da irgendwie rumzuwursteln, ist halt geil. Du kannst halt bei JFD, hast halt Kurse. Das ist cool, wenn du positioniert bist am Vortag, vor Woche. Du hast schon Positionen. Da war das immer unfassbar nervig, dass du erst wieder am nächsten Tag um 8 handeln konntest. Hattest eine tote Zone, wo du dich auch gefragt hast, puh, 18 Stunden, was wird da passieren? Ich komme nicht aus meiner Posi raus. So, das heißt, das ist natürlich toll von JFD. Aber also ich sag mal, ich sag's offen und ehrlich, wie es ist. Das Positive an der Sache ist, wenn du Position hast, kannst du nachts handeln. Du kannst nachts raus oder, was das angeht, agieren. Und für diejenigen, die jetzt eine neue Position aufmachen, da ist das auch eine nette Geschichte, dass du sagen kannst, okay, ich schaue mir das eben an, was hat der in der Asia-Session gemacht? Und dann nutze ich das um 8 bis 9 Uhr. Zum Beispiel Euro-Yen-Range Breakout, kurzes Update vielleicht dazu, weil wenn man nicht nur labert, sondern auch redet, vergeht die Zeit immer irgendwie so schnell. Und da sehen wir halt eben heute auch, der Markt ist erstmal hier reingestochen, hat 8,4 Pips für einen gemacht. Ist dann wieder 9,7 Punkte gegen eingelaufen, wo man wieder auch sagen könnte, oh Mann, ey Mann, war doch so klar oder dies oder jenes. Manchmal denke ich mir auch so, da könnte ich auch ausrasten, sage ich, wie es ist. Ja? So, und nichtsdestotrotz lebt das System davon, dass man es durchhandelt. Also stellen Sie sich vor, ich hätte das Ganze hier jetzt zugemacht. Da würde ich jetzt zumindest schon sagen, Mensch, du hast deine Regeln gebrochen. So, da hätte ich das Ganze mit minus 8 Punkten beendet. Ja? Der DAX hat ja nicht funktioniert. Der zweite Ausbruch, da hätte man ja jetzt sagen können, ja, als ob der jetzt hier auch funktionieren wird. Irgendwie funktioniert das heute an dem ganzen Tag nicht. Ja, jetzt ist man halt schon wieder 7 Punkte oder 6 Punkte vorne. Das muss man dann halt durchhalten. Aber wenn man sich daran nicht so wirklich, wie soll ich sagen, wenn man sich da nicht total danach ausrichtet und wirklich an dieser Range klebt, sondern sagt, hey, ich lasse das System nebenbei laufen und das ist eher passiv, das ist okay. Also, das ist immer wichtig, dass man da locker bleibt bei solchen Range-Geschichten. Ist auch ein schönes Beispiel. Dennis, ist auch ein schönes Beispiel, wenn du den Stopp jetzt nachgezogen hättest, ja, hätte Fahrradkette, eh klar. Aber wenn du es getan hättest, dann wärst du jetzt sicherlich mit einem Break-Even, also plus minus null, oder mit einem kleinen Verlust ausgestoppt, ja. Und der Trade aber per se hätte immer noch seine Existenz gehabt. Das muss man auch ganz klar sehen. Deswegen, das Regelwerk ist schon definitiv ein Thema. Oh, guter Punkt mit der Existenzberechtigung des Trades, so gesehen, weil Stop-Loss nachziehen richtet sich ja meistens danach, wie man seine Position selber einschätzt. Und der Satz fand ich gerade sehr schön mit dieser Existenzberechtigung, weil ich verstehe, dass das Risiko auf die eigene Positionierung gemessen sicherlich irgendwo eine Bedeutung hat fürs Risk and Money Management. Aber die Existenzberechtigung des Trades ist existenziell, weil wenn der Trade eben noch seine Existenzberechtigung hat, ist es nicht fachlich korrekt zu sagen, ja, das ist mir doch völlig egal, was der Markt macht. Ich konzentriere mich nur auf meine Position und das so. Man muss das in Einklang bringen, dass man sein persönliches Risiko managen muss, aber auch eben die fachlich saubere Existenzberechtigung des Trades berücksichtigen muss. Und das habe ich vorher vergessen. Und deswegen fand ich das eine absolut perfekte Ergänzung.
Jo. War exzellent. Es war nicht abgestimmt, aber genauso kann es nämlich Ja, war sein, nicht ne? abgestimmt, aber war gut, war gut. Das war Allerdings. gut, weil das ist wichtig. Ne, aber das sind die Kleinigkeiten. Es sind wirklich diese Kleinigkeiten. Weil da kommt es ja drauf an. Die Leute sagen ja dann auch, naja, da macht man es so, da macht man es so. Es ist nicht so einfach. Aber wenn wir darüber reden, finde ich, also man merkt doch, dass du dich mit echt super vielen Ansätzen auch beschäftigt hast. Also man hört das richtig raus. Das finde ich immer ganz gut, dass Leute beim Broker auch arbeiten, die sich mit Finanzmärkten beschäftigen und nicht nur irgendwie so, wie soll ich sagen, sehr weit davon entfernt sind, weißt du? Aber du bist auch schon Ewigkeiten am Markt, ne? Also wir Ja. kennen uns auch schon gefühlt seit Jahrtausenden. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mein 20-jähriges Jubiläum. Meine erste Aktie habe ich im Jahr 1999 gekauft, in der Tat. Das hat zwar noch wenig mit Trading zu tun gehabt, aber kurze Zeit später bin ich dann auch zur Charttechnik gehuscht. Ich muss zugeben, ich hatte die wilden Zeiten von Optionsscheintrading. Gab es da damals Knockout-Produkte? Aber auf jeden Fall habe ich da mit Zertifikaten und all so einem Derivatenkram da auch rumgezockt, wie du ja auch Oh vorhin ja, die eingangs alten sagtest, die Zeiten. Zockerzeiten, das war ja wirklich Glücksspiel im Endeffekt, hoch drei. Hast du auch übertrieben? Brutal. Ja, ich gehöre auch zu denen, die dann durchaus den einen oder anderen Account in der Tat vor die Wand gefahren haben, weil wir nach dem Motto, wir vergrößern mal die Verlustpyramide so lange, bis das Konto nicht mehr da ist. Das waren jetzt keine Riesenvermögen, aber ich muss sagen, wenn ich so ein Buch lese, also es gibt eigentlich nichts, was man nicht auch selbst erlebt hat teilweise. Das ist die harte Schule. Also heute können Sie da wirklich, ich will nicht sagen, eine Abkürzung nehmen, aber durch die Webinare, und die gab es damals, ja, zur Jahrtausendwende gab es das überhaupt nicht, dass man da irgendwelche, also Online-Seminare in der Form ja eh nicht, und Live-Events, das war einfach gar nicht so etabliert. Obgleich damals, Ende der 90er, es ja solche Day-Trading-Center gab. Das war ja die Dotcom-Manie, wo wirklich in der Sporthalle, kann man sagen, 50 Monitore, das waren noch solche Echt? Das habe ich gar nicht erlebt. Wo war ich? Doch, doch, das Interessant. gab es in Jetzt lerne ich Großglöckner. Also was. es war in Berlin tatsächlich. Es war, wie gesagt, so richtige Trading. Also gab ja auch Beamte, und das war ja dann so der Höhepunkt der ganzen Phase. Beamte auf Lebenszeit haben dann ihren Job hingeschmissen, weil sie ja letztlich jede Neuemission am Markt gleich mal verdoppelt hatten, also ihren Einsatz verdoppelt hatten, und Geld verdienen nicht einfacher war als alles andere. Das ist ähnlich wie jetzt mit den letzten 10 Jahren Börsenhaus, wo man sagt, eigentlich ist das Geld verdienen sehr, sehr einfach. Und damals hat tatsächlich auch der Beamte, und das da hat es mich ja auch dann gerissen, wobei ich sagen muss, ich habe 97 Telekom, der ein oder andere, jetzt sind wir wirklich ganz weit ausgeholt. Manfred Krug damals noch, die Deutsche Telekom, als die ihren Börsengang feierte, das war so der, Jetzt holst du aber Dinosaurier ja, raus mit das war Manfred aber, Krug. das kann ich mich erinnern, das hat für mich, da war ich tatsächlich geweckt, da hat mich der Börsenvirus sozusagen infiziert damals. Das hat aber jetzt mit Training ja per se nichts zu tun gehabt, aber Finanzmarkt, Börse, da kommt man ja dann über diese, sage ich mal, klassischen Anlagemärkte sozusagen dann zum Index-Trading und zum Währungsmarkt, und also auf jeden Fall genau in die Richtung ging es. Aber ich habe noch eine Frage speziell zum Thema, und zwar, wie viele Instanzen, auf wie vielen Instanzen läuft der MetaTrader? Für jede Open Range Breakout eine? Kann man managen, wie man möchte. Man kann 10 Charts in einen MetaTrader reintacken und mit dem EA 10 Range Breakout Strategien fahren. Kann man machen, würde ich nicht empfehlen. Kann man machen. Man kann aber auch pro Konto eine Strategie fahren. Und da kommen wir jetzt zum Thema Monitore. Die meisten Leute denken auch, wenn sie sehen, boah, der Gürtel hat 12 Monitore, wie verrückt ist das denn? Und das ist ja total abgespaced. So abgespaced ist das gar nicht. Wenn eine Strategie ein MetaTrader hat, einfach weil man es geordnet haben will und man will es im Blick behalten, ja, da kommen ruckzuck paar Monitore zusammen. Also das ist gar nicht mal so, dass man auf allen arbeitet. Also ich kann ja mal zeigen, wie das hier ausschaut. Das ist ja jetzt auch nicht, das sieht zwar total abgespaced aus, aber es ist wesentlich unspektakulärer, als es dann am Ende ist. Ich habe halt nur keine Lust ständig, wenn ich, zum Beispiel, wenn du 10 Range-Breakout-Strategien handelst, ja, probier die halt mal in einen MT4 reinzutackern, da siehst du ja nichts mehr. Wir haben ja hier schon bei 4 Zeiteinheiten schon mehr oder weniger relativ wenig Spielraum in der Form. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Im Prinzip der Blick auf mein Trading Desk hier auf der Facebook-Seite. So sieht das aus. Und aktuell sitze ich gerade hier. Futurama-mäßig da, Dennis, guck dir das mal an. Futurama-mäßig Meine Güte. und guck praktisch auf diese Monitore hier. So. Und auf diesen 6 Monitoren in diesem Bereich, da kann man halt als Beispiel zwei, drei diskretionäre Settings. E-Mails, Skype, Internet Explorer, Spotify, YouTube. That's it.
Das ist gar nicht mal so viel. So, und wenn du halt nicht ständig die Fenster auf und zu machen willst, brauchst du das als Trader nebenberuflich? Nein. Aber das ist mein Hauptjob. Und irgendwann sagst du dir, bei Dell gibt's 24 Zoll Monitor von 190 auf 110 runtergesetzt. Black Friday Sale. Okay? So. Das heißt, ein Monitor kostet dich 110 Euro. Eine Halterung, Amazon. Wirklich günstig. 65 Euro. Da kannst du dir mit 600 Euro einfach im Black Friday Sales, wenn du keine Lust mehr hast, 100 Jahre die Charts zu verschieben, da sagst du dir irgendwann, nee, lass mal gut sein. Ich habe jetzt gut getradet, dann kann ich mir das mal gönnen. So, und auf den restlichen 6 Monitoren laufen dann, was weiß ich, was für Strategien. Ne, und wenn die noch stromsparend agieren, das heißt, die ganze Station ist gar nicht so teuer. Ja, und da gibt es halt Leute, die sagen, oh geil, die anderen sagen, oh völlig sinnfrei, die nächsten sagen so oder so. Aber das ist tatsächlich gar nicht so teuer, gar nicht so übertrieben und gar nicht so verrückt, wie sich das anklingt. Natürlich, wenn man sich mal überlegt, oh, zum Thema Range Breakout, der Euro-Japanisch-Yen scheint ja jetzt auch hier noch weiter zu laufen, sollten wir vielleicht auch im Blick behalten. Ja, und da sieht man aber auch, warum das Vorteile haben kann, wenn man mehrere Monitore hat, weil ich habe halt so einfach vieles im Blick. So, weil ich habe jetzt keinen Bock, wenn Chris mir was bei Skype schreibt, wenn irgendwo eine E-Mail kommt, wenn ich irgendwo einen Chart beobachte, hundertfach die Charts da permanent hin und her zu schieben, hey, da habe ich keine Lust drauf. So, ich will das einfach nur im Blick behalten. Nur so praktisch als mal als Randinfo, weil man halt auch immer denkt, brauche ich die jetzt wirklich? Auf gar keinen Fall. Die Monitore sind nie ein ausschlaggebender Faktor dafür, wie viel Erfolg man hat. Es ist eigentlich nur eine Frage, wie bequem will man arbeiten. Ganz einfach. Ja, es ist die Frage der Sitzheizung im Auto. Brauchst du das, um Auto zu fahren? Nee. Aber ein schöner warmer Hintern im Winter ist jetzt auch nicht, was man sagen will, will ich darauf verzichten, wenn man es sich leisten kann. Und jetzt ist die Frage, kann man sich das leisten? Früher haben ja diese Röhrenmonitore, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Chris, mit Sicherheit, die Na, Totschläger, das fiel mir ja. vorhin nicht ein, Röhrenmonitore. Das waren auch in den Daytrading-Centern. Damals gab es doch gar keine Flachbildschirme. Da hatten Ich die wollte gerade sagen, ne? ganz Das war eine genau. halbe Totklopper. Exakt. So, und damals ging das nicht. Damals hat so ein guter, was hatte ich damals? ViewSonic, richtig. ViewSonic, richtig gute Bildqualität. Aber die Dinger haben halt auch irgendwie gefühlt 300 D-Mark gekostet, ne? So. Allerdings. Ja, genau, du bist noch am Start, Nee, ja. ich bin schon noch stark, bin schon noch Ah, definitiv. nee, das war mein Sound. Naja, aber für 300 D-Mark damals, für einen Monitor, 300 D-Mark. Also wenn du dir dann so eine Station aufgebaut hast, konntest du dir schon einen kleinen Golf kaufen. Aber jetzt gucken sie im Black Friday Sale und vor allem, ich will da gar keine Werbung machen. Aber die meisten Leute, ich habe so viele Monitorhalterungen ausprobiert in meinem Leben und das wollte ich schon eigentlich immer mal machen. Meine Top 10 Monitorhalterung. Ich hab eine Monitorhalterung für 700 Euro. So. Die ist lang nicht so gut wie die, die ich mir mal gekauft habe, weil ich einfach genervt war. Und das ist die stabil, die ist zwar nicht perfekt einstellbar, aber sie ist stabil, sie ist günstig, sie tut's für sich. Schauen Sie sich das mal an. Ich habe da auch keinen Affiliate-Link. JFD hat da auch nichts mit Amazon. Dürfen wir Amazon zeigen? Ja, ne? Dürfen wir. Ich habe aber Trading-PC an der Hand. Da gibt es auf jeden Fall was, wo man sagen kann, da kann man schon noch ein Stück weit Das Vergütung ist daraus natürlich ziehen. auch eine Variante. Ich Dann hatte mal, schicke ich das in der Variante, um bei das mir mal kam mit der damals eine Systematik zu Palette machen. an, tatsächlich eine Palette mit den ganzen Systematiken, weil ich mir das Ding oder meine Trading Station, die hat allerdings in Anführungszeichen nur 4 Bildschirme plus 2 separat, also 6. Reicht doch. Ja, sicher braucht man, aber muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, das war früher zu Intraday-Zeiten. Heutzutage geht das auch, ja, letztlich ohne. Ich meine, jetzt bin ich gerade auch in Ludwigsburg hier in unserem German Office. Da sitze ich auch vor 4 Monitoren. Das dient einfach der Einfachkeit halber, weil man verschiedene Sachen eben gleichzeitig im Auge halten kann. Aber beim Trading, gerade wenn man eben es als Beruf sieht, Intraday, also da wird es mit dem Laptop dann doch schon ein Stück weit tricky, wobei ich auch meine, die Zeiten eben hier von deinem Raumschiff Enterprise, das ist wirklich nur was für wirklich die Hardcore-Jünger, sage ich mal, ne? Also ich sag mal, wenn man sozusagen ein Swing Trader ist oder eben jetzt hier nicht im Tick-Chart unterwegs oder eben auch keine, sage ich mal, 20 Systeme überwachen muss, dann ist es sicherlich, Ja, sag ich mal. Chris, guter Punkt. Swing Trades. Nehmen wir mal an, ich hätte noch 5 Swing Trades am Laufen. Die müssen ja auch noch ab und an mal begutachtet werden. Natürlich.
Ich Natürlich. meine, wo willst du denn das alles hinpacken? Traden kannst du auch, weil du sagst Swing Trades. Weißt du, da denke ich mir auch, nehmen wir mal an, du hast jetzt, das weiß ich, günstig irgendwo ein paar Aktien aus dem Portfolio und die lässt da, wenn du mal eine Deutsche Bank anguckst, wo du short bist oder so, willst du ja auch irgendwo beobachten. Und wenn du immer nur am Schalten bist, ne, auf einem Monitor, du selbst, ja, sagst ja, du bist an den Märkten aktiv und vielleicht nicht mehr so hardcore wie früher. Aber auch du arbeitest gerne mit vier Monitoren, weil es einfach bequemer ist. Korrekt. Man muss ja sagen, es ist ein Arbeitsplatz, ein moderner Arbeitsplatz. Und selbst Grafikdesigner haben ja genauso drei oder vier Bildschirme teilweise. Das Ja, dient die sind denn. ja richtig crazy. Ja, oder haben hier so ein, weiß ich nicht, so ein 240-Zoll-Gerät. Ja, also ich meine, das ist, wo, also da gibt es ja, wie gesagt, noch und nöcher. Das hängt auch immer vom Beruf ab, von der eigenen Einstellung und wie man es eben mag. Ganz genau so ist es. Jemand, der auf dem Tagesschart unterwegs ist, der braucht sicherlich jetzt da kein großes Universum an Nee. Bildschirm. Ja, es hängt immer davon ab, was man für einen Anspruch hat und wie man eben tickt. Das ist vom Trading-Setup genauso wie eben vom wie gehe ich mit dem Markt um. Welche Instrumente nutze ich? Und das hört dann beispielsweise oder fängt direkt auch schon mit der Basisstation deiner Workstation an, ja. Und da muss man eben auch mal Geld investieren oder man arbeitet mit einem Laptop und einem dran geklemmten Bildschirm mit zwei Sachen. Funktioniert auch. Das ist definitiv gar kein Thema. Also da muss jeder für sich den Weg finden, ja, der einem selber passt, individuelle Geschichte. Das ist auch beim Trading eben so. Setups gibt's viele. Man kann viel adaptieren, aber ein Stück weit ist es eben auch trotz Regelwerk, eine Geschichte, die zu einem passen muss. Kann ich 5 Minuten Chart überhaupt handeln? Habe ich den Markt oft genug im Blick? Oder wenn das nicht gegeben ist, Guter Punkt, ja. sollte ich mich auf die höheren Timeframes begeben? Das ist eine Erkenntnis, die muss man erst mal sammeln. Und da bringt es eben nichts, wenn man so gern. Ich hatte auch Phasen, um das kurz abzurunden. Da habe ich in der Mittagspause damals zu meinen anderen Werkzeiten, wo ich noch auswärts gearbeitet habe, sozusagen, habe ich von sag ich mal, 12 bis 14 Uhr oder 13:30 habe ich dann versucht, den Markt zu scalpen. Ja, das ist ja Irrsinn, ist das. Naja, natürlich, das war schon schön mit 100er Hebeln bei Optionsschein und da ging es richtig ab und da hast du deine Lucky Shots und das war natürlich schön, aber das war nicht duplizierbar. Das war nicht in den Wahrscheinlichkeitswert zu packen. Das war wirklich sozusagen in den Markt gespült und dann eben einfach mal mitgenommen, was da geht. Und das ist eben bei vielen, da hast du ja vorhin mit Warren Buffett auch reingeschlagen in die Kerbe, dass da bei vielen eben ja, dass die Gewinnmaximierung vorne steht und das ja, der Kick, der Dschungeltrip, das Abenteuer, aber sind genau die, die dann eben teilweise eben jämmerlich scheitern an den Märkten, weil es eben ein professionelles Business ist. Und das muss man auch genauso sehen. Das Also finde ich halt, das finde ich ganz cool an JFD, weil als Trader sage ich dir, wie es ist. Und da, die Leute sind ja auch seit Jahren irgendwie bei Scalp Trading und so, weil Thema Real Talk und so, die haben keinen Bock auf diese Political Correctness. Das zieht überhaupt nicht. Und wenn man sich so als Trader mit so einem Broker irgendwie zusammentut, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht gut ist, ist sehr hoch. Und da muss man sich echt überlegen als Trader, mit welchem Broker machst du da überhaupt was? Und das finde ich halt tatsächlich wirklich irgendwo auch echt erfrischend, wenn dich irgendjemand fragt, ja, wie ist das mit JFD? Oder dann sagst, nein, die profitieren nicht an deinen Verlusten und die haben gar kein Interesse daran, dass du das ganze Geld verballerst, weil die leiten das doch auch nur weiter. Also deren Job ist ja nur, deine verdammte Order in den Markt durchzuleiten. So, also die haben da jetzt auch nicht so viel mit am Hut. Klar, jetzt ich bin da froh, dass ihr da das Mirror Trading etabliert habt. Das finde ich alles wichtig. Aber ich finde, das Wichtigste ist bei einem Broker, handelt der gegen dich oder nicht? Und das fand ich tatsächlich so privat gesprochen jetzt unter, ich meine, das ist ja auch kein Riesenrahmen. Ich meine, wir sind ein paar hundert Leute hier, das ist cool. Aber es ist ja jetzt auch nicht, wo du für ganz Deutschland sprichst. Und deswegen so unter uns, das finde ich tatsächlich immer ganz wichtig, Na, noch dass du nicht. halt weißt, okay, die leiten den Krempel, ja noch nicht, Die was das angeht, ja, aber. Investmentrevolution läuft ja, ja. Also wir wollen ja da weiter aufklären mit unserem Game Changer Ansatz, die Branche da ein Stück weit anders zu sehen, zu betrachten und auch anders heranzugehen, ja. Musst du doch wachsen. Du kannst doch in der Branche nicht anders als wachsen. Also wenn du aufhörst, da irgendwie Business zu machen, das ist nicht so witzig. Deswegen ist der Ansatz von JFD schon ganz okay. Aber
Genauso sehen wir das. Deswegen ist er auch der Weg eingeschlagen und jetzt eben Broker ist er eben nicht nur mehr Broker, sondern eben auch zur Bank etabliert mit dem Anspruch, dass wir eben auch Investmentprodukte anbieten. Okay, ja, dass man wirklich sagt, man geht eben in die nächste Stufe. Der Aktienhandel ein Riesenthema. Man eröffnet sich völlig neue Anlegerkreise und man führt sie natürlich dann da auch in, sage ich mal, ganz neue Marktsphären. So wie damals bei mir. Ich bin ja auch über die Aktien an den Markt gekommen und wenn man dann eben auch jemanden hat, dem man ja vertrauen kann und dem man auch sozusagen sowohl seine Aktien handeln kann, als auch eben Derivate, als auch Forex oder CFD-Produkte. Das ist natürlich genau das, wo man sagt, da will man ja am Ende hin und mittel- bis langfristig wird es bei JFD noch mehr geben aus einer Hand. Das ist ja unser Ansatz, ja. Dass man Nee, gut, Multi-Asset aus dass einer ihr Hand hat. eine Da kommt schon Pipeline noch. habt, ne? Ja, da gibt es schon noch einen Anspruch, der noch höher ist. Wir sind jetzt, sage ich mal, gut im vierstelligen Bereich unterwegs mit unseren Asset-Klassen oder Anlagemöglichkeiten und der Wachstumsweg ist eingeschlagen und das ist auch der Unterschied übrigens zum MetaTrader 4 und 5. Beim MetaTrader 4 ist Schluss bei 1024 Symbolen. Das würde jetzt gar nicht mehr umsetzbar sein, zumal der MetaTrader 4 auch nicht für echte Aktien gedacht ist. Das heißt, die kann man rein von der Backend-Lösung, von der Ausführungsseite her im MetaTrader 4, da ist das Universum gar nicht dafür geschaffen, sozusagen Last Price Orders, wie es beim Börsenmarkt sozusagen ist, da tatsächlich einzuspulen und abzuhandeln. Und er ist eben limitiert. Und viele MetaTrader Broker, auch sage ich mal in Fernostasien oder sonst woher, die haben im Prinzip 60 bis 80 Anlageprodukte, hauptsächlich Forex und ein paar Indexprodukte. Und das war's. Ja, das geht mit dem MetaTrader 4 gut, zumal der ja auch in sich geschlossen etabliert wurde als reines Market Maker Tool. Das muss man auch sagen. Aber jetzt müssen wir wieder zurück zum Markt kommen. Wir sind hier vielleicht dann hier und da ein Stück Das weit abgewichen. interessiert die Leute auch, habe ich festgestellt. So ein bisschen die Backup-Stories dahinter. Wenn die praktisch auch mal so sehen, okay, wie arbeiten die, was machen die? Und das ist auch ein sehr beliebtes Thema. Da können wir eigentlich mal so eine Art Abendsession-Couch machen? Markus Koch hat doch da, glaube ich, irgend so eine Geschichte. Wir können so in dieser Sache. Markus Finde ich Koch. immer nicht schlecht. Markus So. Koch, witzig, wir haben ja unseren Markus Klebe vom Research-Team sozusagen, der ja auch auf dem JFD Desktop unterwegs ist. Da werden wir ja, und das kann man gleich mal so vorabwerfen, auch ein Trading Room etablieren, wo du auch, Dennis, und das ist ein bisschen weit gesprochen jetzt, aber auch du mit dem Markus hier sicherlich mal da auch interagieren werdet, also mit mir, mit Markus. Da werden wir so ein bisschen eben Daily Einblicke geben, um eben auch euch als Kunden, die ihr da jetzt hier als Zuschauer seid und Zuhörer, so ein Stück weit noch mehr ins Thema zu bringen. Und das ist auf jeden Fall was, wo man sagt, das ist sicherlich hier und da immer mal mit den Events oder mit den Webinaren machbar, aber es gibt das noch nicht so schön in der Konsequenz, wie wir es uns vorstellen. Und in der Richtung wollen wir da auch einen Weg einschlagen, um da noch mehr zu beleuchten. Neulich hatte ich den Live-Event mit dem Andreas Müller am Abend hier, Dow Jones Trading. Das ist ja auch ein Hardcore-Scalper. Also der hat an dem Tag, was waren es denn, 65 Trades abgespult, manuell. Ach, Und das, das ist ja, krass. der ist wirklich krass. Ich habe den ja schon auch vor 2, 3 Jahren auf einem Live-Event erlebt, wo er auch mit uns getradet hat an einem Tisch. Da waren es, glaube ich, 200 Trades an dem Tag. Also das ist halt auch ein Skalber. Aber da geht es genau in die Richtung. Kann ich das überhaupt physisch durchstehen oder ist das auch mein Thema, sowas zu Da habe ich die machen? Zeit, ne? Ja, und habe ich die Zeit, ja, und auch die Psyche, weil ich meine, auch ich habe im 1-Minuten-Chart rumgetradet. Das ist einfach wirklich herausfordernd, gerade wenn man es jeden Tag macht. Und wenn man dann so Phasen hat, es plätschert nur umher, ist schon hart. Aber de facto, jetzt haben wir unsere Trading-Session hier schon fast, sage ich mal, dem Ende entgegengezogen und es ist noch kein Trade in den Take-Profit gelaufen oder ist der Euro-Yen mittlerweile im Ziel angekommen? Wie ist es denn da? Du hast ja gerade gezeigt, der range da immer noch an seinem Tief darum da, genau, tatsächlich. Genau, Also. der grindet am Tief rum. Zum Thema British Pfund, das hat ein bisschen mehr Volatilität, aber auch da muss man, das muss man aushalten, zum Beispiel British Pfund hier, ganz knapp am TP vorbei. Ach du großer Gott, schau dir das. Ach, das ist auch deine Open Range Breakout British Pfund sozusagen. Da dürfte der Bernd Das gerade ist British jubeln. Pfund, genau, da Aha, kann man nochmal aha. durchgehen, so gesehen. Und was hatten wir, zum Beispiel gestern lief das dann so ab, da ist der, ich sage jetzt mal, mit Karacho da durchge Wumst, wir haben auch hier, so kann es dann eben auch mal gehen. Das heißt, man hat halt verschiedene, gerade British Pfund, sieht man auch hier wunderschön, auch da wieder dritte Gewinn in Folge oder was das war. Dann gehen wir nochmal zurück. Ach so, jetzt, ich habe es nur auf 5 Tage eingestellt. Das ist auch in dem Mescal Trading Plus Bereich. Hier ist er wieder drin. Ja, genau, hier hat er im ersten Trade einen Verlust gemacht. Sieht man hier und im zweiten dann einen Gewinn. Da gehen wir mal so ein bisschen, einfach nur ein bisschen durch. Ja, hier an dem Tag, da ging ja gar nichts. Das war ja richtig trocken, kann man sagen, ne? Unten nicht gemacht, oben nicht gemacht, auch irgendwie ein bisschen,
wie soll man sagen, frustrating. Ja, hier hat er mal wieder einen Ausgleich gemacht, unten nicht gemacht, oben gemacht. Naja, und so schleifen sich die Tage. Ja, so schleifen sich die. Weil du gerade vom Plusbereich gesprochen hast, wir müssen hier jetzt auf jeden Fall mal sehen, was abgeht im Rahmen dessen, dass ich den Link ja vorhin schon reingeschert habe, im Rahmen des Plusbereichs, liebe Leute. Der Dennis hat ja ohnehin Dienstag, heute ja auch am Abend eine Webinar-Session. Das macht unser Dennis jeden Dienstag 19 Uhr. Auch dazu einfach, ich werde den Link mal reinscheren, auf unsere Eventliste im Webinar-Bereich schauen. Das bietet Dennis an. Und da screenst du jeden Dienstag die Märkte, ja, wie in einem, sage ich mal, Live-Event irgendwo, ne, wo du sagst, du coverst die Märkte, schaust auf die Systeme, beantwortest Fragen und jetzt eben den Plusbereich. Das ist der Link von vorhin, liebe Leute, wo wir in Kooperation mit dem Dennis als sozusagen Partner von uns ein Universum geschaffen haben, wo wir euch den Zugang zu den ganzen Templates, zu diesen Tools, zum Wingman-Scalping, zu den Breakout-Strategien ebnen, wo ihr dann einfach das Paket da nutzen könnt. Deswegen schaut euch das an, checkt da einfach die Lage. Den Link hast du ja vorhin, oder das Bild hast du ja vorhin gezeigt, scalptrading.com, eine geile Domain, hast du dir ja da gesichert sozusagen. Und da wird auch noch, und das kann ich gleich mal vorweg schicken, noch was sehr, sehr Spannendes kommen. Ich will da nicht zu viel verraten, aber ja, wir entwickeln ja alle Ideen, wie kann man es noch spannender, besser machen neben dem Live-Trading-Room. Ist da auch was in der Pipeline, wo Dennis dann sicherlich auch noch mehr Intraday sozusagen an euch geben kann, geben wird. Und das aber, wie gesagt, dann nochmal separat zu sehen ist, nichtsdestotrotz das Angebot zählt, dass wenn er als JFD-Kunde da bei Dennis auftaucht, einfach hier sozusagen die Pakete for free nutzen könnte. Das ist auf jeden Fall ein Riesengimmick, muss ich auch nochmal Danke sagen an die Partnerschaft. Es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass du uns dein geistiges Eigentum zur Verfügung stellst, / unseren Kunden sozusagen mitgibst, damit sie eben ein Rüstzeug haben. Ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro ich in irgendwelche Template-Entwicklungen und Algos gesteckt habe, tatsächlich viel Geld investiert in Sachen Programmierung. Man kann es auch selber machen. Grüße an Christoph in den USA und auch Bernd, der hier sozusagen da unterwegs ist. Das habe ich mir dann irgendwo nicht gegönnt, ein Stück weit das alles selber zu programmieren. Und das kostet Zeit, Geld und das kann man sich durchaus sparen, wenn man hier sozusagen schon auf einen Baukasten zugreift, der schon unter langer Begutachtung und auch Nutzung steht. Also insofern schaut es auf jeden Fall in den scalptrading.com Bereich Preise, / den kostenfreien Bereich und da gibt es die Offer, das Angebot, was wir euch hier im Endeffekt darlegen. Das ist das Gimmick, was ich eben nur anbieten kann, um in den Märkten auch ein Stück weit zu navigieren. Und ja, wir sehen hier live, wie es laufen kann. Du hast vorhin im Rückblick beim Pound, also beim Cable British Pfund US-Dollar gezeigt, dass es solche und solche Tage gibt, auch viele Seitwärtsphasen. Und du hast eine schöne Kombination zwischen diskretionärem Handel, manuell, ja, also sozusagen den Chart interpretieren und handeln und eben auch einem automatisierten Ansatz, den ich sehr gut finde, weil du hast beide Seiten der Medaille. Und ja, du hast, wie gesagt, emotionslos und ein bisschen emotionsgetrieben, auch wenn du dein Regelwerk hast. Das ist auf jeden Fall das Spannende. Und heute, denke ich, haben wir wieder ein Stück weit was vermitteln können, will ich hoffen. Wir könnten das ohne Zweifel noch bis abends 20 Uhr fortsetzen. Nur der ein oder andere hat vielleicht noch etwas zu tun, beziehungsweise euer Feedback würde mich eh freuen. Dann würden wir uns auch freuen bei JFD, wenn er unseren Support gern eine Mitteilung macht, support@jfdbank.com an der Stelle. Ja, wenn ihr hier einfach sozusagen dann den uns ein Feedback da lasst, wie das Webinar auf euch gewirkt hat, das ist wichtig für uns, damit wir uns auch weiterentwickeln können, wie wir es als Broker oder Dennis auch als Serviceanbieter und Trader macht, damit wir einfach sehen, was können wir noch besser machen. Da würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da Feedback gibt und uns da abholt. Ja, so wie wir euch was geben, wäre das ganz genau das, was wir sozusagen von euch verlangen. Deswegen verlangen in Anführungszeichen. Also der jetzt ohnehin noch nicht bei uns als Kunde ist, sollte es in jedem Falle machen und nutzen, weil es definitiv ein einmaliges Angebot ist. Wenn da noch Zweifel bestehen, schaut euch einfach alles an und schreibt uns auf jeden Fall euer Feedback per E-Mail support@jfdbank.com oder .de. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten, Dennis, würde ich sagen, fang nochmal hier Euro-Yen an. Du hast es jetzt gerade nochmal ein bisschen analysiert. Du hattest schon eine perfekte Abschluss in dem Sinne. Ich wollte eigentlich nur nochmal praktisch mir das selber, ich habe zugehört und nebenbei einfach nur noch mal geguckt, wegen dem Ausbruchniveau. Und das fand ich ganz gut. So wie du es ausgedrückt hast, ja, meine Damen und Herren, es hat mir Spaß gemacht. Ich denke, wir werden den diskretionären Bereich durchaus noch weiter forcieren. Das ist auch, glaube ich, das, was sehr angenehm ist am Puls der Märkte. Ich bin sehr zufrieden, wie es aktuell läuft mit JFD, mit der Art und Weise, wie wir das Ganze vorantreiben. Wir werden
das ein oder andere noch rausbringen, wenn sie sich für den diskretionären Bereich, das Schöne in dem Plusbereich ist, und das sage ich jetzt auch nicht so manipulativ, aber sie haben sowohl solche Range-Breakout-Varianten drin, dass sie sich das zumindest mal angucken können, in dem Sinne, ist das was für mich. Ich sage immer, lass es doch auf Demo parallel mitlaufen. Guck's dir einfach mal 2, 3, 4, 5 Wochen an. Keiner stellt irgendwas jemandem in Rechnung, das ist kostenfrei, das ist ein Riesenangebot von JFD, muss man an der Stelle auch irgendwo sagen. Das heißt, die gehen damit auch kein Risiko ein. Und wenn sie sagen, okay, mich interessiert dieser diskretionäre Bereich mehr, ja, dann haben sie dazu wirklich gutes Material. Aber mir geht es halt auch darum, dass man beides miteinander kombiniert. Das macht es doch so angenehm. Weil jetzt, während wir miteinander gesprochen haben, ich habe mich da mit dem Euro-Yen jetzt ein bisschen vermehrt beschäftigt. Aber wenn ich wirklich keinen Bock auf Handel habe, und das kommt oft genug vor, da sage ich mir, nee, heute, nee, E-Mails, bisschen das, bisschen jenes, forschen oder es geht auch nichts am Markt und dann müsste ich irgendwie britisch Pfund, neuseeländisch Dollar handeln, was weiß ich wann, um 21.30 Uhr, so, da sage ich mir dann auch, wozu, oder um 8 Uhr, da geht halt mal nichts und es kommt dann um 11. Das heißt, man nimmt sich selber den Handelsdruck, wenn man hier eine Position laufen hat. Ich finde das tatsächlich ganz beruhigend, weil ich weiß, ich bin positioniert. Das nimmt mir die Sucht. Ich weiß, dass ich süchtig nach Handeln bin. Hoppala. Jim Rogers hat mal gesagt, wissen Sie, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie können das in dem Sinne beheben, was weiß ich, ich höre mit dem Rauchen auf, ich höre mit dem Zocken an der Börse auf, oder Sie können das wirklich klären, dass Sie das in sich verändern. Oder sie sagen sich, ich kriege das nicht hin. Ich kann das nicht. Ich bin da verführbar. Also umgehe ich das. Und ich dachte immer von mir, du musst so ein Überhändler sein. Und Jim Rogers, als der so gesagt hat, wissen Sie, ich bin manchmal in so einem Rausch drinne. Ich kriege das auch nicht raus. Ich muss das einfach umgehen. Und dann lächelt er in die Kamera und sagt so, ja, aber das, wie das Problem gelöst ist, ist doch egal. Hauptsache, es ist gelöst. Und dann lacht er. Und dann denke ich mir auch so, naja, ist zwar ein bisschen banal betrachtet, aber stimmt schon. Ja, und genauso ist es auch hier. Ich merke für mich, dass ich ein höheres Suchtverhalten habe, sage ich, wie es ist, wenn ich solche Positionen nicht laufen habe. Mir fällt es schwer, mich an meine Regeln zu halten. Mir fällt es wirklich, wirklich, wirklich schwer. Das ist definitiv richtig einschätzen. Kann ich auch nur bestätigen, dass es wirklich wahr. Das ist ein hervorragender Kombinationsansatz, weil man eben nicht so anlagegetrieben ist, wenn man das mal sagen will. Genau. Weil das ist ja gerade bei vielen so, wo sagen, jetzt habe ich eine Woche Urlaub oder jetzt habe ich vormittags immer frei und jetzt muss ich traden und will einen Trade absetzen und wehe dem, ich habe bis 12 Uhr noch nicht abgefeuert. So ein Algorithmus und ein Breakout-System sorgt dafür, dass es passiert und diskretionär kann man da so mal seine Perlen raussuchen, sofern sie denn kommen. Weil wie gesagt, man weiß ja nicht, wo der Markt hingeht. Das ist noch mal das einzigste Wichtigste ist, dass ihr euer Risiko da im Griff haltet und das ist die einzigste Stellschraube, die man sozusagen da auch justieren kann. Das ist total der bekloppte Trick, Christian, ernsthaft, weil du hast eine Position laufen und dann denkst du dir, okay, ich bin zumindest positioniert, alles safe, ich bin zumindest aktiv am Markt, weißt du, dann fühlst du dich nicht so nutzlos. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt und ich habe noch 2, 3 Sachen ganz kurz. Markttechnik 2.0 nur bei JFD als Slogan. Ihr habt die Aufmerksamkeit von sehr vielen Tradern. Das freut mich. Also wie gesagt, Samet, das scheint auch ein Kunde schon von dir zu sein. Wir werden hier definitiv weitere gemeinsame Schritte gehen. Sonja hat nochmal gefragt, Candlestick oder Heike Naschi? Auch ein Riesenthema, welche Kerzenart? Dazu haben wir auch Workshops. Sonja, wenn du da noch nicht bei uns im Team bist in Sachen Webinaren, Events, ich mache regelmäßig auch Webinare zu Candlestick-Kerzen oder Heike Naschi. Ich habe ja hier. Ja? Fällt da wieder aus dem Fenster. Was ist denn da los? Ja, ich habe neulich Heike Naschi gesucht, weil ich mich damit beschäftigt habe. Ach was. Was finde ich? Ein Artikel aus dem Traders von einem Herrn Christian Kämmerer mit einem Bild, du vermutlich noch so um die 20 Jahre jünger bist. Echt jetzt? Und das wollte ich dir unbedingt schicken, weil du hast einen Artikel im Traders. Ich habe mir den sogar ausgedruckt und im Zug mitgenommen. Ja. Das heißt, googeln Sie mal Kämmerer Heike Naschi. Die Zusammenfassung fand ich gar nicht schlecht, weil mich hat einer mal gefragt, Herr Gürtler, was halten Sie von Heike Naschi? Dann dachte ich mir, ja, okay, damit wolltest du dich beschäftigen. Und da bin ich auf ein Foto gefunden, das muss ich eigentlich ausdrucken. Das ist so ein Bild für die Götter, Christian. Das ist ein Traum. Deswegen, du hast darüber mal was geschrieben.
Fand ich ziemlich nett. Also, und vor allem auch ganz übersichtlich. Du hast so 5, 6 Seiten. Ich guck gerade mal, wo das ist. Warte Meine mal. Güte, na, wie gesagt, das ist in der Tat richtig. Jetzt Heike musst du Naschid, bluten, jetzt muss das ja, durch. Heike Naschid, du bist ja wieder einer. Heike Naschid-Kerzen hatte ich tatsächlich mir zum Thema gemacht, weil die hatte ich auch Aber das war gut. zur Finanzmarktkrise, so 2008, 9, 10 hatte ich die entdeckt. Auch durch einen Seminar, Schrägstrich Lehrgang, wo ein Trader neben mir saß und sagte, das war wirklich ein krasser Trader, könnte eine separate Monolog jetzt über 2 Stunden handelt, aber separat, er saß neben mir und sagt, kennst du Heike Naschid? Denke ich mir, was für ein Ding? Und hab das erste Mal da gehört, ich meine, es war 2008, 9. Und dann denke ich mir, wow, und wo ich die Kerzen gesehen habe, also für mich liefern die definitiv einen riesen Mehrwert. Habe aber allerdings noch ein Upgrade, ich weiß nicht, ob du die kennst, Dennis, die MACD-Candles. Das ist sozusagen nochmal die Steigerung Echt? zur Nee, Candle. muss ich Ja. nicht. Das muss ich nicht. Also das ist sozusagen nochmal ein Upgrade, so, weil du die auch modellieren kannst. Also das ist ein Upgrade von der Candlestick zur Heike Nasche über die MACD-Candles. Das heißt, du hast den MACD-Indikator in der Candle drin mit Farbgebung. Das ist sehr spannend. Aber nichtsdestotrotz, Heike Oh Nasche ja. finde ich klasse, weil die eine absolute Klarheit haben. Und ja, wenn man da googelt, man findet auch alte Webinare oder ich habe auch Webinare zu Heike Nasche schon online gemacht oder auch Live-Seminare oder auch alte Da sieht man mal, wie Interviews. lange du schon aktiv bist. Ja, also so medientechnisch schon ein paar Jahre auch, aber physisch, wie gesagt, hat es mich, wie gesagt, Ende der 90er erwischt und das ist halt definitiv ein Thema, das lässt einen auch nicht los. Insofern, der Suchtfaktor ist ja lustig, wie du das beschrieben hast, aber dem fühlt sich der ein oder andere sicherlich auch hier hingegeben, deswegen wichtig. Und hier jetzt nochmal Euro-Yen, das ist natürlich wieder, sag ich mal, ja, wie kann man sagen, der Markt, der nimmt einen hier auch richtig in die Zange an der Stelle, der Take Profit knapp verfehlt, aber hier gilt, Take Profit unverändert lassen, ja, nicht Gewinn irgendwie früher mitnehmen, nach dem Motto, jetzt schneide ich mir mal hier das Sahne Stückchen raus, das am Ende, ja, hätte jetzt gut sein können, da schon Take Profit mitzunehmen, aber nein, der Preis ist klar definiert, wo der Take Profit gefüllt wird und fertig. Und da gibt es auch nichts dran rumzuschieben und den Rest überlässt Dennis jetzt dem Markt und das muss man eben auch erstmal können und so einen, Oh ja. sag ich mal, Ansatz gibt einem hier wirklich so einen Rahmen, der hier, wie jetzt in dem Beispiel, durchaus auf die Psyche gehen kann, aber man hat sein klares Regelwerk und da muss man sich auch dran halten. Das wird jeder kennen, der mit solchen Regelwerken länger arbeitet und hat man dieses modifiziert im Rahmen eines Algorithmus, ist es eben eh spannend. Aber da wird noch viel, viel mehr kommen. Also Heike Naschi, Sonja, wie gesagt, super Kerzen, finde ich toll. Den Artikel hast du jetzt noch nicht gefunden, aber dass du den ausgedruckt hast, das ehrt mich ja sehr. Meine Güte, der Dennis wieder. Ja, hier, zum Thema Parabolik SAR, nur so nebenbei, hier wieder diese Rumgeschiebephase, nur so an, weil dieses, so kann man echt, wenn man, normalerweise sollte man sowas automatisiert machen, ernsthaft, so. Aber, also automatisiert im Sinne von, du brauchst, also, wenn du es professionell machst, weil du kannst nicht immer, aber für Leute, die sagen, ich habe riesige Probleme, Breakouts zu definieren, ist das so eine Methode, wo ich sagen kann, schau dir an, wo der Parabolik 100-fach wechselt. Und dann kann man immer noch die Ausbrüche handeln. Ja, da gibt es verschiedene Kombinationen. Das Ansätze heißt, ohne Ende. ich geh mir einen Kaffee machen. Wir sind am Ende angekommen, schon fast, ne? Puh, na am Ende, ich meine, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wir haben hier sozusagen, der Sonja übrigens, den Artikel kann ich dir zuschicken. Ich glaube, ich habe auch alte Traders-Artikel sogar als PDF bei mir vorliegen und habe auch über Fibonacci ja schon eine richtige Abhandlung gemacht. Die Bilder von dir willst du öffentlich zeigen? Das ist aber mutig. Da ist ein Bild von dir drin, ne? Das ist Ja. 20 Jahre alt, Das mein mag ja Freund. sein. Na gut, ich glaube, es war vor der Pariser Börse. Wenn du das meinst, was ich meine, in der Tat habe ich mich in Paris vor der Börse ablichten lassen mit so einer schwarzen Brille. Das mag sein, Dennis. Oder ich weiß nicht, oder ist es ein anderes? Sei es drum. Man hat ja seine Geschichte. Dazu muss man auch stehen. Ne? Also insofern, Dennis. Wie gesagt, ich meine, wir haben bis 10:30, aber so ein Live-Event lebt ja auch von den Teilnehmern, die ja auch reichlich Fragen gestellt haben, aber natürlich auch von dem Educator oder auch Vermittler wie Dennis, der, wenn du einmal da am Start bist, wie gesagt, ist es ja auch wichtig und wir haben ja uns die Bälle auch hin und her geschmissen, eh wieder spannend. Also insofern, ich meine, ein Stück überzogen, wir hatten 10:30 anvisiert, jetzt haben wir es gleich 11. In der Regel haben wir manchmal auch Live-Events noch am Nachmittag gemacht, aber ich denke, jetzt am Vormittag konnten wir schon den einen oder anderen abholen. Insofern, Dennis, der Kaffee ruft. Insofern danke ich dir an der Stelle für deine Teilnahme, für deine Offenbarung deiner Das hat Spaß gemacht. Erkenntnisse. Ich habe den Link für heute Abend auch schon mal in den Chat gestellt, liebe Leute. Und auch die, wenn wir die Aufzeichnung dann hochladen, werde ich auch den Link sowohl zum Skype-Trading-Paket unseres gemeinsamen Angebotes, wo JFD da auch gerne alle Kunden mit fördert, das Ganze kostenfrei zu erwerben, werde ich mit unter den YouTube-Channel setzen, als auch die Registrierung zum ja, abendlichen Dienstag-Webinar, was Dennis anbietet, sodass da jeder im Nachgang auch gerne die YouTube-Aufzeichnung dann sozusagen in dem
in der Subzeile da klicken kann. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr so reichhaltig dabei wart. Und das ist immer wieder das Beste, dass man einen schönen Zuspruch hat. Summa summarum, ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback an den Support wäre wirklich klasse. Und ansonsten, wenn Dennis nichts weiter zu tun hat als den Parabolik oder Parabolik vielmehr. Ja, ich bin ehrlich gesagt auf die Idee, also dieses, ich gucke mir das gerade nur so nebenbei an und das werde ich mir nach dem Webinar auf jeden Fall, weil jetzt mal bekloppt formuliert, wenn einer keinen Plan hat und das geht mir genauso und sich überlegt, wo habe ich eine nächste Ausbruchsrange? Man kann es an den Kerzen machen, aber jetzt mal ganz bekloppt formuliert, schauen wir uns das nochmal an. Machen wir die Kerzen mal wirklich weg? Übrigens, Günther, du kannst mir gern schreiben, wenn du deine E-Mail-Adresse hast, da kann ich dir auch gerne helfen, nochmal so zwischendurch, während Dennis hier die ganzen Kerzen schwarz macht. Ja, okay, das funktioniert gerade nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Machen wir den weg. Du willst den? Eigenschaften, ah, ich verstehe, was du Line Chart White. So, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, wir hätten keine Ahnung vom Kurs, finde ich das teilweise so auch gar nicht schlecht, sich zu. Und dann sieht man häufig, dass so diese Korrekturen gar nicht so schlecht mit dem Parabolik nachgebildet werden. Es geht ja nicht um mehr, sondern nur darum zu gucken, wo identifiziert man beispielsweise schöne Seitwärtsphasen. Ja, und da wird es auch nicht immer funktionieren, aber das, man hat so richtig, so kann man sich zumindest mal auch im Charttechnischen orientieren. Ja, das eine ist, tatsächlich orientieren. Ja, deswegen bin ich da selber gerade so ein bisschen Dennis, auch. Das der Dennis ist, lebt das schon wieder, sag ich mal jetzt, den Live. In der Tat, ich mit Vollblut bei der Börse schon wieder dabei, Chris. Das ist ja vollkommen richtig, um Gottes Willen, darum geht es ja auch. Aber das ist wirklich nice. Wie gesagt, ich will da auch dir gar nicht dem ganzen Abbruch tun. Ich lasse das Webinar einfach laufen und du lebst noch. Nee, mal Quatsch, so. ich habe ja auch noch zu tun. Na, Spaß beiseite. Also, dann Schlusswort Nummer 3, glaube ich. Alle guten Dinge sind ja auch 3. Ich sage auf jeden Fall dir, Dennis, danke. Danke an allen Teilnehmern. Aufzeichnung folgt. Und dann würde ich sagen, happy trading vor allen Dingen und viel Erfolg bei dem, was ihr angeht. Mein Tipp an dieser Stelle, sucht euch auf jeden Fall den richtigen Partner, sowohl im Rahmen der Ausbildung des Services, aber auch im Rahmen des Marktzugangs. Und mit JFD Banks hat er auf jeden Fall gut beraten. Dennis, happy trading. Wir schließen uns eh noch kurz. Der Rest, einen schönen Handelstag. Und für alle die, die heute Abend noch einen Dennis weiter fortführen wollen, bis in die Nacht um 1 Uhr, legt er dann sicherlich noch los. Also, ciao dabei an der Stelle. Auf Wiedersehen. Tschüss.